Okay, jetzt ist Miriam weg. Ah, da. Super. Ah. Ja, 20. Schönen guten Abend. Da sich jetzt schon einige Teilnehmerinnen eingewählt haben in das Webinar, würde ich auch mit der Begrüßung schon mal starten. Mein Name ist Anita Starosta. Ich arbeite in der Öffentlichkeitsabteilung bei Medico International, bin da zuständig für die Region Irak, Nordsyrien und Türkei. Und mache heute nur die Begrüßung und übergebe dann gleich die Moderation. Die Veranstaltung heute findet in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt und war eigentlich tatsächlich ein wenig anders geplant, als wie sie jetzt gerade stattfindet. Eigentlich war der Plan, dass wir in drei Städten, in Frankfurt, Hamburg und Berlin, Stationen machen und dort genau Diskussionsveranstaltungen machen wollten. Genau, Corona hat wie auch an ganz vielen anderen Stellen uns da so einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir die Veranstaltung heute Abend leider in dem Format durchführen müssen. Auch für uns ist das für uns alle, für alle Teilnehmerinnen, Referentinnen ist das das erste Mal in dem Format. Also sehen Sie uns, seht uns bitte nach, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle einen kleinen technischen Hänger haben oder es zu einem technischen Problem kommen sollte. Wir geben uns Mühe, dass das alles reibungslos abläuft. Noch zwei technische Sachen vorab. Es gibt rechts an eurem Bildschirmfenster eine Chatfunktion. In diese Chatfunktion können Fragen und Kommentare reingeschrieben werden. Die beobachten wir, das werde ich machen die ganze Zeit und es wird am Ende der Veranstaltung die Möglichkeit geben, genau, werden wir diese Fragen bündeln und werden diese Fragen dann in die Diskussion an die Referentin geben. Die Veranstaltung wird so maximal 2 Stunden gehen. Wir haben uns schon gesagt, dass wir uns gerne so lange Zeit nehmen würden, da wir ja schon aus drei unterschiedlichen Ländern Perspektiven auf die Fragestellung schauen. Genau, und wir einfach hoffen, dass wir 2 Stunden gut füllen können. Wir zeichnen die Veranstaltung auf. Das heißt, es wird möglich sein, sie sich später im Internet auf einem YouTube-Kanal dann nachträglich auch anzuschauen oder weiterzugeben. Je nachdem. Okay, genug zu der Technik und dem Vorgeplänkel. Ich würde gerne einleitend noch zwei, drei Sätze zu Medico International sagen. Medico International ist eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Frankfurt am Main.
und setzt sich seit inzwischen über 50 Jahren in solidarischer Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen weltweit für eine gerechtere und solidarische Welt ein. Mit dem Ziel, eben gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, die ein Leben in Würde und Recht, frei von Armut und in bestmöglicher Gesundheit ermöglichen. Wie Sie und ihr euch vorstellen könnt, beschäftigt uns in diesen Tagen und diesen Wochen, also uns und vor allen Dingen auch unsere Partnerorganisationen weltweit, die Situation um Corona und um die Maßnahmen, die gerade getroffen werden. Darauf werden wir im Laufe der Veranstaltung auch noch eingehen, wenn wir über die aktuelle Situation in den Ländern sprechen. An dieser Stelle möchte ich trotzdem noch mal gerne auf die Medico-Homepage verweisen, wo wir die aktuelle Arbeit unserer Partnerorganisation zurzeit dokumentieren, wo die Arbeit auch unterstützt werden kann. Und beispielsweise auch im Libanon oder im Irak arbeiten Partner von uns momentan in der Corona-Prävention für Flüchtlinge und für die Bevölkerung vor Ort, da in beiden Ländern die Gesundheitsversorgung doch mehr als unzureichend ist. Den Link kann ich auch gleich gerne nochmal in den Chat lassen. Kommen wir aber nun zur Veranstaltung. Als im Herbst letzten Jahres global Proteste aufflammten, auch in vielen Ländern, zu denen Medico über die eigene Geschichte, aber auch über aktuelle Partnerorganisationen eine enge Verbindung hat, wie zum Beispiel im Libanon, im Irak, in Chile oder auch in Haiti, haben wir bei uns Medico intern viel diskutiert, auch mit den Partnern vor Ort viel diskutiert und dabei ganz viele Fragen gestellt. Es ging um Auslöser, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede, um die Perspektiven dieser globalen Aufstände. Haben sie Chancen, haben sie Perspektiven? Sie folgen ja keiner Repräsentanz mehr, wie wir es aus anderen Kämpfen kennen, sondern die Menschen selber haben sich zum Souverän gemacht. Und in diesem Zuge haben wir uns natürlich auch gefragt, wie sieht unsere Solidarität aus? Wie können wir uns eigentlich von hier praktisch ins Verhältnis setzen zu den Forderungen, zu den Protesten, die ja das Ziel haben, ein menschenwürdiges Leben für alle zu erkämpfen? Und im Zuge dieser Diskussion ist eben auch die Idee zu einer Veranstaltung entstanden, die sozusagen eine Region erstmal in den Fokus nimmt, obwohl wir uns natürlich bewusst sind, dass es ein globales Phänomen ist und es sich sicherlich lohnt, es auch noch weiterzuführen und weiterzudenken. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Veranstaltung uns heute Abend mit all dem einen Schritt weiterbringen wird und freue mich wirklich sehr, dass wir vier Expertinnen gewinnen konnten, die heute mit uns gemeinsam diese Fragen und Perspektiven diskutieren werden, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Das ist einmal Mina Khani, sie ist iranische Publizistin, in Teheran geboren, lebt aber seit vielen Jahren in Berlin und schreibt immer wieder zu sozialkritischen und feministischen Themen, die den Iran betreffen. Während des Ausbruchs der Proteste im November letzten Jahres stand sie, soweit es eben die Internetsperre im Iran dann zuließ, in Austausch mit Aktivistinnen vor Ort und hat in verschiedenen Zeitungen und Online-Formaten mit Hintergrundberichten über die Situation informiert. Das tut sie bis heute. Ansa Yassin ist irakisch-deutsche Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Westasien und hat mit dem Aufkommen der demokratischen Bürgerrechtsbewegung in Syrien 2011 auch in Deutschland angefangen, viel Solidaritätsarbeit zu organisieren. In den letzten Monaten wiederum war sie immer wieder in Bagdad im Irak und hat dort an den Protesten und Platzbesetzungen teilgenommen und steht bis heute im Kontakt mit den Aktivistinnen vor Ort und wird uns die Perspektive heute Abend näher bringen. Für den Libanon hatten wir eigentlich den libanesischen Partner vom Anti-Racism Movement eingeplant. Die konnten aber aufgrund der Corona-Situation leider nicht nach Deutschland reisen. Wir haben uns auch dazu entschieden, sie heute Abend nicht dazuzuschalten, weil eine zweisprachige Veranstaltung im Online-Format dann doch nicht so einfach ist. Vielleicht in einem halben Jahr, wenn wir da geübter drin sind, können wir auch das tun. Aber sobald es wieder möglich ist zu reisen oder wir eben in einem englischsprachigen Format nochmal auf die Situation vor Ort schauen sollten, werden wir sie sicherlich einladen, um mit Ihnen über die Situation von Geflüchteten und Illegalisierten im Libanon zu sprechen.
Ich freue mich daher aber umso mehr, dass wir Miriam Younes spontan dazu gewinnen konnten, an der Veranstaltung teilzunehmen und uns die libanesische Perspektive näher bringen wird. Miriam Younes ist Islamwissenschaftlerin und Soziologin und promoviert zur libanesischen linken Bewegung. Sie ist seit Juli 2017 Programmdirektorin des Beirut-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat während der Hochzeit der Proteste sowohl im Libanon, aber auch in Bagdad im Irak auf den Straßen teilgenommen und kann uns somit auch aus einer Innenperspektive berichten und eine Einschätzung zur aktuellen Dynamik der Proteste, auch in Corona-Zeiten. Sie ist aktuell noch in Beirut. Wir hoffen, dass die Verbindung über die Veranstaltung stehen bleibt. Die Moderation der Veranstaltung wird Shluva Sama übernehmen. Shluva ist kurdisch-irakische Autorin, veröffentlicht ihre Texte unter anderem bei dem Disorient-Blog oder der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie promoviert zur politischen Ökonomie irakisch-Kurdistans und beschäftigt sich mit kolonialen Kontinuitäten, globalen Kapitalismus, Krieg und Landwirtschaft im Kontext Kurdistan und Irak. Letztes Jahr ist sie auch in den Irak gereist und hat dort an den Protesten in Bagdad teilgenommen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und übergebe die Moderation an Shluva und werde Sie und euch ein wenig im Chat begleiten und da Fragen und Diskussionsbeiträge sammeln und mich dann zum Ende der Veranstaltung nochmal melden. Ja, vielen Dank, Anita, und auch nochmal von mir willkommen zu unserer Diskussionsrunde zu den Aufständen im Irak, Libanon und dem Iran. Ja, Alle heißt alle ist ja der Titel dieser Veranstaltung und ist auch eine der wichtigen Forderungen, vor allem von Protestierenden im Irak und Libanon. Alle heißt alle meint eben die gesamte regierende Elite in den jeweiligen Ländern und diese Forderung stellt sich gegen jegliche Reformbestrebungen der jeweiligen Regierungen. In der Forderung drückt sich vor allem die Radikalität der Proteste bzw. der Revolutionen aus. Und eine der Gemeinsamkeiten scheint eben die totale Ablehnung der bisherigen Regime und der jeweiligen politischen Systeme zu sein. Menschen fordern im Libanon, im Irak und im Iran nicht nur die Abschaffung des Systems, sondern ein würdevolles Leben und etwas, was noch nie zuvor da war. Etwas ganz Neues also. Im Irak und im Libanon fingen die Proteste im Oktober 2019 an. Im Iran gab es verschiedene Wellen der Proteste, darunter auch im November 2019. Die Proteste fanden also und finden teilweise zeitgleich statt. In unseren drei Fragerunden werden wir diskutieren, wie sich die Proteste entwickelt haben, was es für Forderungen gab und wie die Reaktionen der Regierung bisher waren. Und in der letzten Fragerunde, wie Anita schon angedeutet hat, wird es dann um die Auswirkungen des Coronavirus gehen auf die Protestbewegungen und auch die Frage von Solidarität in Zeiten von Corona. Ja, ich würde anfangen, meine Fragen an zunächst Mina zu stellen und auf den Iran zu gucken. Im Iran gab es ja unterschiedliche Demonstrationen und Protestwellen. Es gab die Demonstrationen aufgrund der Benzinpreiserhöhungen und dann des Passagierflugzeugabsturzes im Januar diesen Jahres. Mina, kannst du uns einen Eindruck geben über den Verlauf der Proteste aus einer intersektionalen Perspektive? Das heißt also, wie ist die soziale Komposition der Protestbewegung zu verstehen, besonders im Hinblick auf Frauen, bestimmte Schichten, Klassen und auch Minderheiten innerhalb der Gesellschaft? Ja, die Frage dreht sich also darum, wer die Trägerinnen der Proteste sind. Genau. Ja. Vielen Dank, erstmal auch hallo. Um die Frage etwas genauer zu beantworten, muss man etwas wissen über die, darüber Bescheid wissen, wie der iranische Staat sich quasi selbst definiert und wie der Iran sich auch nach der Revolution 1979 etabliert hat. Das iranische Regime beruht auf Genderspaltung, auf nationale Spaltung, was sich auch im Iran
sehr religiös ausdruckt. Das war so, wie der iranische Staat nach der Revolution 1979 vom Khomeini quasi gegründet wurde, auch wie der Staat definiert wurde. Kurz nach der Revolution gab es halt einen 8 Jahre Krieg zwischen den Iran und Irak. Und danach fing der Staat auch dann noch mit Privatisierungen. Also der Staat hat vom Anfang an quasi erstmal das versprochen, die armen Schichten zu repräsentieren. Aber nach dem Ende des Iran-Irak-Krieges hat er sofort mit massiven Privatisierungen angefangen. Und man muss auch dazwischen sagen, dass während des Krieges auch Tausenden von iranischen Linken bei dem Krieg in einem Massaker ermordet wurden. Das heißt, wir haben mit einem System zu tun, das auf unterschiedliche Formen von Ungleichheit basiert ist. Frauenunterdrückung, nationale Unterdrückung, religiöse Unterdrückung eben auch ökonomische Ungleichheit. Das drückt sich halt in den neuen Protesten seit 2 Jahren sehr stark aus. Also man sieht in unterschiedlichen Protestwellen, dass unterschiedliche Schichten halt auch gegen das iranische Regime sich bewegen. Wir haben eine sehr starke Arbeiterinnenbewegung im Iran, die vom Fabrikenarbeiter bis zu Lehrerinnen halt auch anschließt. Wir haben eine sehr starke Studentenbewegung im Iran, trotz aller Repressionen. Und wir haben aber auch Bewegungen der nationalen Minderheiten wie Kurdinnen und Araberinnen. Und wir haben auch die Aufstände, die halt auch die Massenproteste, wie zum Beispiel Anfang 2018 angefangen haben, und auch im November 2009 hatten wir mit so einer Art von Aufstand zu tun gehabt. Bei diesem Aufstand, also die letzteren November und danach, konnte man sehen, dass die Verdreifachung der Benzinpreise dafür gesorgt haben, dass innerhalb 24 Stunden mehr als hunderte von Städten teilgenommen haben in massiven Protesten. Man konnte sehen, dass Frauen dabei sehr stark präsent waren. Und man könnte auch sehen, dass diese Proteste von in vielen kurdischen und arabischen Städten oder arabischen Gebieten sehr massiv sich ausdrücken. Auch die Unterdrückung hat da in einer massiven Form stattgefunden. Deshalb ist es halt auch schwierig zu sagen, von welchen sozialen Schicht quasi die Proteste hervorgerufen werden. Auf jeden Fall sehr stark dabei sind die Arbeiterinnen und Arbeitlose. Aber die Komplexität des iranischen Regimes und die Vielfältigkeit der Ungleichheit des Systems im Iran hervorruft auch diese Art von Protesten, die halt auch von verschiedenen Schichten manchmal in einer Bewegung kann man ja auch wirklich unterschiedliche soziale und politisch orientierte Bewegungen halt auch erkennen. Ich hoffe, ich habe auf die Frage. Ja, vielen Dank, Mina. Ansar, kommen wir zum Irak. Im Irak sind ja seit Oktober 2019 durchgehend Proteste, die auch mit Platzbesetzungen einhergehen, in Bagdad, aber auch in anderen Städten. Wie haben die Protestierenden es geschafft, die Proteste bzw. diese Revolution, die ja auch viele Protestierende reden,
Wie konnte diese Revolution bis jetzt am Laufen gehalten werden und wie organisieren sich die Protestierenden seit Oktober 2019? Genau. Ich glaube, wenn man über die Proteste im Irak redet, ist es wichtig zu verstehen, wenn man die, wie sie jetzt genannt wird, Oktoberrevolution von 2019 verstehen möchte, muss man sie in den Kontext setzen von einer ganzen Dekade von Protesten im Irak. Und ich meine hier den Zentralirak, aber genauso Kurdistan, Irak. Und das ist deswegen auch wichtig zu sagen, weil durchaus von einigen Beobachtern nun angesprochen wird, dass ja gar keine Proteste in Kurdistan, Irak stattfinden. Wenn wir aber von einer Abfolge von Protesten reden, dann können wir auch sehen, wie sich bestimmte Forderungen akkumuliert haben. Und dann sehen wir eigentlich ziemlich deutlich, dass die Forderungen, die heute gestellt werden im Zentralirak und auch die, die Misslagen, die Menschen analysieren, die Leute auf den Straßen analysieren und ansprechen, genau die gleichen Misslagen sind, die wir auch in Kurdistan, Irak vorfinden. Und dementsprechend, auch wenn wir dort gerade keine Massenproteste sehen, dann ist es trotzdem so, dass es immer wieder Solidaritätserklärungen gibt und dass es auch zum Beispiel Delegationen gibt, die nach Bagdad und auch in andere Städte fahren und dort versuchen, von den Protestierenden zu lernen auf der einen Seite, aber auch sich auszutauschen, sich über aktuelle Taktiken auszutauschen, aber auch über historische Taktiken, wo dann zum Beispiel die Proteste interessanterweise aus den 1990er Jahren gegen Saddam Hussein auch eine Rolle spielen und die politischen Taktiken, die die Menschen damals entwickelt haben. Und wenn wir das also in diesen Kontext setzen, dann ist eine weitere Vorbemerkung ziemlich wichtig, und zwar, dass die jetzigen Proteste keine Zufälligkeit haben, sondern dass sie eben aus ganz konkreten Misslagen entstanden sind. Und wenn wir dann bestimmte Begriffe, und es gibt diese beschreibenden Begriffe von vielen Journalisten, zum Beispiel, dass jetzt von einer neuen Protestwelle des arabischen Frühlings gesprochen wird. Und dieser Begriff ist eben auf vielen Ebenen problematisch. Zum einen geht der Plötzlichkeit aus, auf einmal ist Frühling, und er gibt dem Protest außerdem eine Zuschreibung, die nicht nur falsch ist, sondern die auch problematisch im Kontext der verschiedenen Länder ist. Sie schreibt diese Proteste als arabisch. Und das ist ein Missverständnis auch der Forderung. Wenn wir jetzt uns den Irak anschauen, dann haben die Leute seit 2011 immer wieder in den Protesten deutlich gesagt, dass sie einen zivilen Staat wollen, der eben nicht auf einer konfessionellen Identität basiert, die im 2000 oder Post-2003 System festgelegt wurde, sondern sie wollen einen zivilen Staat, der auf politischen Themen und auf der Konkurrenz zwischen politischen Ideen basiert. Und deswegen kann man eben auch noch mal ziemlich deutlich sagen, dass solche Beschreibungen nicht zielführend sind und auch nicht sonderlich akkurat, wenn es um die Proteste geht. Wenn wir die jetzige Bewegung mit also von Oktober 2019 mit zum Beispiel den Protesten in Basra, die 2018 sehr, sehr stark waren, über Monate sind immer wieder Leute auf die Straßen gegangen. Und wenn wir die ins Verhältnis setzen, und dann können wir eigentlich sehen, dass sich Taktiken der Protestierenden in gewisser Weise entwickelt haben. Also obwohl die Proteste in Basra, einer Stadt, die eben im Süden des Irak Monate auch die Ökonomie oft lahmgelegt hat, was nicht nur politisch klug ist, sondern auch teilweise sehr gefährlich war, dann können wir jetzt sehen, dass eine neue Taktik eben die von dir angesprochen Platzbesetzungen sind. Und diese Platzbesetzungen sind auch nicht eine reine Zufälligkeit, sondern
und können auch nicht nur, würde ich sagen, als politische Taktik interpretiert werden, sondern sie haben aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Eigenschaften. Zum einen führt eine Platzbesetzung dazu, dass man bestimmtes politisches Leverage hat, also man hat eine bestimmte politische Wirkungskraft in Bagdad und in allen anderen Städten des Zentral des Südiraks, wo Platzbesetzungen stattgefunden haben, sind das ganz zentrale Verkehrsadern, die wirklich durch Menschen, die Zeltstädte aufgebaut haben, blockiert werden. Und das heißt, dass das automatisch auch einen Einfluss hat auf das Ablaufen. Okay, vielleicht war politischem Lernen miteinander. Es ist also nicht mehr nur die Situation, dass man. Also die sich miteinander ab. Hallo? Ja, manchmal bricht es ein bisschen. Hallo? Ja, mach weiter. Ja. Hallo. Ja, also wir hören dich. Rede gerne weiter erstmal. Ja, okay. Okay. Das heißt, dass durch die Platzbesetzung Räume entstehen, in denen Menschen politisch lernen können. Gesehen, dass diese Prozesse stattfinden, indem wir krass entwickelt haben. Also wenn wir uns anschauen, wie hier am Anfang die Forderungen waren in den Protesten, also die jetzigen Proteste von Oktober, denen sind ganz kleine Sit-ins vorausgegangen von Studierenden, so 10 Studierendengruppen in verschiedenen Bereichen, die vor den Minister eine Staatsanstellung verlangt haben. Das ist im Kontext vom Irak zu verstehen, dass dort der Staat eines der wichtigsten Arbeitgeber ist und in dieser Tradition dementsprechend gibt es fast keinen privaten Sektor oder einen sehr, sehr unterentwickelten privaten Sektor. Und in dem Kontext ist zu verstehen, dass diese Sit-ins gemacht wurden und eben auch einer politischen Forderung entsprechen. Und die sind dem Protest gegangen, parallel an die Tradition der Jahre zuvor angeknüpft haben. Und dann entstand eine Bewegung daraus, indem zum einen Menschen in Bagdad darauf reagiert haben, dass diese Studenten-Sit-ins auf einmal mit sehr brutaler Staatsgewalt konfrontiert waren. Und zum anderen gab es die Absetzung eines recht populären Generals in der Antiterroreinheit, der als antikonfessionell galt. Und das ist eben ein wichtiges Identifikationsmoment, dass Menschen nicht sich mit einer bestimmten Konfession oder Ethnie identifizieren, sondern sagen, okay, wir haben eine überkonfessionelle Identität und der wurde abgesetzt und das hat nochmal, diese verschiedenen Faktoren haben nochmal mehr Menschen auf die Straße gebracht. Und ein wichtiger Aspekt dabei war immer wieder, dass von Anfang an diese Proteste antikonfessionell geframed wurden und dementsprechend eben auch sehr viele Menschen angesprochen haben, die man vielleicht, wenn man sonst den Irak betrachtet, nicht gleich so im Kopf haben würde. Also aus Beobachtungen zum Beispiel in Bagdad war eine Präsenz von ganz vielen Jesidinnen, die ganz offiziell gesagt haben, okay, wir solidarisieren uns hier als Jesidinnen mit dem Protest oder als Kurdinnen, als Christinnen und so weiter. Und dass es dieses Überkonfessionelle ist dementsprechend eine krasse Stärke des Protests selbst. Und wenn man noch besser verstehen möchte auch, wie sich die Bewegung dann entwickelt hat, kann man sich selbst anschauen, welche Dynamik die Platzbesetzungen aus sich entwickelt haben.
Also die, nachdem es zunächst zu einer sehr, sehr brutalen Unterdrückung der Proteste gekommen ist, am 1. Oktober, als der erste große Protest stattgefunden hat, wurde mobilisiert für den 25. Oktober. Und auch dort haben die Protestierenden wieder sehr viel Gewalt erlebt. Und das war der Punkt eigentlich, ab dem wirklich wir davon reden können, dass eine Bewegung entstanden ist. Denn am nächsten Tag, und das ist ein wichtiger Bestandteil der Bewegung heute, am nächsten Tag strömten überall in Bagdad und in anderen Städten Schülerinnen auf die Straßen, ebenso Studentinnen, aber vor allem Schülerinnen. Und beide Gruppen sind eigentlich bis heute ein total wichtiger Bestandteil der Bewegung. Und wir können eigentlich sagen, dass es zum ersten Mal seit den 60er Jahren eine ganz starke Studierendenbewegung wieder gibt im Irak. Und wenn wir uns genauer anschauen wollen, wie die verschiedenen Gruppen, die am Protest teilnehmen, planerisch zum Beispiel auf die Plätze in Bagdad gucken, da sehen wir dann, dass auf den Plätzen es verschiedene Zelte gibt, die entsprechend verschiedener Ideen organisiert sind. Es gibt zum einen Zelte, die von politischen Gruppierungen, die sich aber nicht im Namen ihrer politischen Gruppierung, sondern im Namen ihres Selbstverständnisses als progressive Kräfte in die Proteste reinbringen. Es gibt Menschen, die aus anderen Städten gekommen sind und ihren Bezirk oder ihre Kleinstadt auf dem Platz vertreten wollen. Es gibt Gewerkschaften, die dort vertreten sind. Und es gibt eine Organisation innerhalb dieser Zelte, aber auch miteinander. Und da wir nun schon, ich glaube, ich langsam meine Zeit ein bisschen vorbeigeht, werde ich ein paar Punkte überspringen. Aber ich denke, was wichtig ist, ist wahrzunehmen, dass es natürlich eine hohe Organisation innerhalb dieser Plätze in Bagdad gibt, aber es diese Organisation auch in anderen Plätzen, in anderen Städten gibt. Und derzeit gibt es noch nicht so eine Verzahnung zwischen den verschiedenen Städten, aber viele der Protestierenden würden das auch als eine Stärke sehen, gerade weil man in der Art und Weise, wie man sich organisiert, immer auch in Betracht ziehen muss, wie die konterrevolutionären Kräfte organisiert sind, also die Milizen. Und die sind mal in der Weise organisiert, dass sie alle Kräfte, die in irgendeiner Weise versuchen, eine Führungsposition einzunehmen, entführen. Und das haben wir in den letzten Monaten gesehen, dass Menschen zu Hunderten entführt wurden, dass sie, sobald sie die Plätze, die sichere Orte sind, verlassen haben, einfach weggeschnappt werden. Und deswegen ist das in gewisser Weise auch eine Stärke. Und das mein letzter Satz. Was wir auch sehen, ist, dass außer natürlich, dass die Menschen sozial miteinander lernen, lernen sie auch politisch miteinander. Also statt dass, aus meiner Beobachtung, statt dass die Plätze gezielt die Politik ansprechen, ist mein Gefühl, dass sie teilweise beginnen, eine eigene Form von Politik zu entwickeln. Und das sehen wir an der kontinuierlichen Ablehnung nicht nur von politischen Parteien, und darauf werden wir später noch mal mehr eingehen, warum das etwas sehr Politisches ist, aber wir sehen es an der konstanten Ablehnung der Vorschläge für einen neuen Ministerpräsidenten im Irak. Und was die Plätze in allen Städten getan haben als Reaktion darauf, ist, dass sie kleine Form von Mini-Parlamenten auf den Plätzen gemacht haben und dann diskutieren, wer denn ein geeigneter Kandidat wäre. Und das erstmal miteinander diskutieren und dann mit anderen Städten darüber kommunizieren, aber nicht direkt die Politik ansprechen, weil für sie das System an sich seine Legitimation verloren hat. Okay, danke dir, Ansar. Dann gehen wir über zum Libanon. Miriam, im Libanon hatten sich die Proteste an einer WhatsApp-Steuer entzündet. Wieso brachte diese Steuer die Menschen auf die Straße? Und eine zweite Frage ist, während der Proteste im Libanon gab es eine sehr hohe Frauenbeteiligung und auch Teilnahme von starken feministischen Initiativen. Kannst du uns da ein bisschen aufklären, wie ist das zu verstehen und wie wirkt sich diese Beteiligung auf die Protestbewegung und ihre Ziele aus? Ja,
Ja, also einmal ganz kurz zu dieser WhatsApp-Steuer, genau. Also was hat es damit auf sich bei der WhatsApp-Steuer? Es geht damit um einen Beschluss der libanesischen Regierung im Oktober 2019, dass eben auf Internet-Telefondienste wie zum Beispiel WhatsApp oder auch Skype eine nationale Steuer erhoben werden soll. Und das war quasi, wie du bereits gesagt hast, der direkte Auslöser für die Proteste. Und eben aber nur der direkte Auslöser. Was das zeigt, ist eben eigentlich eine tiefgreifende Krise des libanesischen Systems an und für sich. Und man kann diese Krise meines Erachtens von zwei Seiten betrachten. Das eine ist, wenn man sich das so ein bisschen, wie das Ansar auch gerade mit dem Irak gemacht hat, ein bisschen in der Longue Durée anschaut, als eine jahrzehntelange Systemkrise eines Landes, das sich aus einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg herauskommt und dessen politische Praxis sich seit Ende des Bürgerkriegs, also seit 1990, durch Strukturen von Klientelismus, durch ein hohes Maß an Korruption, durch durchsetzte Dimensionen von Konfessionalismus in Politik und Gesellschaft, durch einen Staat, der ganz, ganz wenige oder kaum soziale Leistungen gibt und vor allem sich durch kurzsichtige und wenig wirksame Politiken auszeichnet. Und ebenso wie im Irak gab es eben auch gegen dieses System in den letzten 10 Jahren bereits mehrere große Protestwellen. Die wichtigsten beiden 2011 und 2015 und dann jetzt eben 2019. Aber auch in der Zwischenzeit sozusagen gab es immer sehr, sehr viel Widerstand, sehr, sehr viel soziale Bewegungen, sehr, sehr viel Protest. Das heißt, wenn wir uns die Protestwelle jetzt von Oktober 2019 anschauen, dann muss man das also auch betrachten im Rahmen dieser vorhergesehenen Mobilisierungen. Das ist ein Stück weit also auch eine Fortsetzung von Protesten und sozialen Bewegungen, die schon vorher jahrelang stattgefunden haben. Die zweite Seite, von der man sich diese Proteste anschauen kann, das ist eben eher die unmittelbaren Auslöser der Proteste. Diese sogenannte WhatsApp-Steuer, die ist eben Teil einer Reihe von neuen Besteuerungen, die im Rahmen des libanesischen Staatshaushaltes von 2019 beschlossen wurden. Dieser Staatshaushalt, dessen Hauptziel war es, die libanesische Wirtschaft und den Haushalt zu konsolidieren. Dazu muss man wissen, dass der Libanon eben schon seit Jahren ein hochverschuldetes Land ist. Die Staatsschuldenquote ist extrem hoch. Im Jahre 2018 lag die Quote bei 151%. Im April 2018 gab es dann die sogenannte CEDAW-Konferenz in Paris. Das war eine Konferenz von verschiedenen Geberstaaten und das Ziel war eben, dass man unter anderem den Libanon unterstützt, damit diese Wirtschaft konsolidiert wird. Und wie das dann so üblich ist, gab es natürlich wurden verschiedene Kredite versprochen von verschiedenen Geberstaaten, aber auch von Weltbank und von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und auch Saudi-Arabien. Und diese Kredite waren aber natürlich auch wiederum an strukturelle Reformen in der Wirtschaftspolitik gebunden und eben an notwendige Kürzungen im Staatshaushalt. Was daraus kam, war eben das sogenannte Austeritätsbudget, das im Juli 2019 verabschiedet wurde. Und da unter anderem im Zuge dieses Budgets, da kann man auch diese WhatsApp-Steuer drunter sehen. Und dieses Budget, das war ein Versuch, quasi Sparmaßnahmen einzuleiten und auch quasi diesen Auflagen dieser Geberstaaten entgegenzukommen. Wenn man sich aber die tatsächlichen Maßnahmen anschaut, dann war das eben eine sehr kurzsichtige Politik und die Maßnahmen betreffen eben mehrheitlich die unteren Klassen. Also so eine WhatsApp-Steuer, die mag natürlich für Menschen, die Geld haben, keinen großen Unterschied machen. Für Menschen, die kein Geld haben, sind dann eben genau die, die es dann trifft. Und außerdem, was das Budget auch zeigt, ist eben, dass es weiterhin deutlich höhere Staatsausgaben als Staatseinnahmen gibt. Ja, ein zweiter Teil dieser Wirtschaftskrise, die sich im Oktober anbahnte, war eine sowohl von der libanesischen Regierung als auch von der Zentralbank heruntergespielte Währungskrise. Was heißt das genau? Wir haben im Libanon zwei Währungen. Das eine ist US-Dollar und das andere ist die libanesische Lira. Und diese beiden Währungen sind seit 1997 aneinander gekoppelt. Das heißt, ein Dollar entspricht 1500 libanesische Lira. Und
was jetzt passiert ist in den letzten Monaten, also anfangend etwa im Sommer, dann über September und im Oktober, einer zunehmenden Knappheit kam von US-Dollar-Bargeld. Und gleichzeitig kam es zu einer quasi schleichenden Aufhebung dieser Koppelung von US-Dollar und libanesischen Lira. Woran liegt das? Das ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche es zu erklären. Die libanesischen Banken haben quasi jahrelang nach dem sogenannten Ponzi-System gewirtschaftet. Das heißt, man hat Anleger, also Anleger, die vor allem US-Dollar anlegen, mit sehr hohen Zinsen gelockt. Und hat aber mit dem angelegten Geld quasi, hat man unter anderem sowohl die Zinsen von anderen Anlegern finanziert, man hat aber vor allem, und das ist natürlich viel gefährlicher, den hochverschuldeten libanesischen Staatshaushalt finanziert. Das heißt, die libanesischen Banken haben quasi dem Staat Geld geliehen. Das heißt aber, dass das angelegte Geld, das quasi diese Anleger an die Banken angelegt haben und diese versprochenen hohen Zinsen nicht mehr vorhanden sind. Und das heißt, das Bargeld ist nicht mehr da. Das ist sozusagen der Versuch, das etwas leichter zu erklären. Das hat dazu geführt, dass die Banken in den letzten Monaten quasi illegal eingeführte Kapitalverkehrskontrollen haben auf US-Dollar. Das heißt, als Person im Libanon mit einem Konto oder auch als Organisation, als Firma, kann man, das ist je nach Bank unterschiedlich, aber circa 200 Dollar pro Person pro Woche nur noch abheben. Und die zweite Folge davon ist, dass es zu einer faktischen Auflösung der Koppelung von US-Dollar und libanesischen Lira führt. Das heißt, der offizielle Währungskurs, wenn man heute auf Wout oder auf irgendeiner Währungswebseite, ist immer noch 1 zu 1500. Der inoffizielle Währungskurs, das heißt überall, selbst am Flughafen, in jedem Geschäft, in jeder Wechselstube, ist mittlerweile 1 zu 2200. Das war im Herbst. Gestern war der Wechselkurs 1 zu 3000. Das heißt, wir haben es mit einer versteckten Inflation zu tun. Die libanesische Lira hat in den letzten Monaten quasi das Doppelte ihres Werts verloren. Schätzungen gehen davon aus, dass eben Essenspreise seit Oktober 2019 um etwa 60% gestiegen sind. Ja, also das sind sozusagen diese wirtschaftlichen Gründe, die vielleicht der direkte Auslöser waren, warum die Leute auf die Straße gegangen sind. Gleichzeitig ist es aber eben die Gründe für die libanesische Bevölkerung, quasi auf die Straße zu gehen, sind eben nicht nur, dass da ein verspätetes oder halbherziges Haushaltsgesetz oder dass es eben keine Dollar mehr gibt. Das ist natürlich der direkte Auslöser. Gleichzeitig wird das aber von den Demonstrierenden gesehen als eine umfassende und jahrzehntelange politische Krise des politischen Systems und politischer Praxis im Libanon. Und das heißt, die Lösung ist jetzt auch nicht in irgendwelchen neuen Krediten von Weltbank oder etc., sondern oder auch irgendwelche Sparmaßnahmen, die beschlossen werden, sondern es geht wirklich um den Sturz der politischen Elite, um den Sturz des politischen Systems und der politischen Praxis selber. Ja, ich habe nur noch wahrscheinlich anderthalb Minuten, deswegen aber möchte ich noch ganz kurz auf die zweite Frage eingehen, die Frage der starken Frauenbeteiligung. Das stimmt. Es gab eine sehr starke Frauenbeteiligung und eine Teilnahme von feministischen Initiativen bei den Protesten. Und auch das ist etwas, was wir bereits in den letzten Protestbewegungen sehen konnten. Und das muss man im Libanon auch sehen, dass wir es quasi historisch gesehen mit einer sehr, sehr stark verbreitenden und sehr starken Existenz von feministischen Initiativen zu tun haben und feministischer Mobilisierung. Und das schon etwa seit den 60er Jahren. Diese Initiativen, die wir jetzt in den Protesten sehen, das sind vor allem Initiativen, die in den 2000ern entstanden sind, also eher neuere Initiativen. Und die eben auch in den letzten Jahren einfach extrem stark immer wieder dabei waren. Trotz allem muss man sehen, das ist, denke ich, noch wichtig, dass wir einerseits haben wir diese starken feministischen Gruppen und Strukturen und gleichzeitig ist aber die politische, gesellschaftliche und rechtliche Realität für Frauen im Libanon eine ganz andere. Also Frauen sollen weiterhin nicht die Staatsbürgerschaft an ihre Kinder geben. Sie haben einen extrem schlechten Stand bei Fragen des Personenstandsrechts und sind in der Politik zum Beispiel extrem unterrepräsentiert. Das heißt, wir haben es einerseits zu tun mit sehr, sehr viel Frustration und gleichzeitig aber eben auch doch mit einem Bewusstsein über diese existierenden Ungleichheiten bei den Frauen im Libanon.
Und das führt eben auch dazu, dass viele Frauen an den Protesten teilnehmen. Ich würde sagen, dass versucht wurde, spezifisch feministische Forderungen in die Protestbewegung zu integrieren, aber dass das doch eher marginal passiert ist. Also die Protestbewegung des 17. Oktober im Libanon ist eine sehr breite und sehr diverse Bewegung. Und ich würde sagen, dass man sich vor allem auf das Gegen einigen kann, also gegen was man ist und nicht unbedingt für was man ist. Das heißt, feministische Initiativen, die spielen da eine Rolle, aber eher marginal. Ja, danke schön. Okay. Ja, danke dir, Miriam. Dann würde ich in unsere zweite Fragerunde kommen, in der wir uns ein bisschen um die Antworten der Elite oder beziehungsweise des Staatsapparates genau, wo wir ein bisschen darüber diskutieren. Und ich würde wieder mit dem Iran anfangen. Mina, das iranische Regime hat jetzt extrem repressiv auf die Proteste geantwortet. Es gab jetzt unterschiedliche Berichte zu der Zahl der Toten. Nach Berichten von Reuters sind es 1500 Tote. Berichte von Amnesty International sprechen von hunderten Toten, die durch das iranische Regime okay, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Auf jeden Fall gebe ich die Frage gleich mal ab an Mina. Genau. Wie lässt sich die Strategie des iranischen Regimes erklären? So, ich habe einen Teil der Frage nicht so richtig verstanden, aber so ungefähr. Okay. willst du es wiederholen, den letzten Satz? Genau, also es geht weitestgehend um die Art des iranischen Regimes und der Umgang des iranischen Regimes mit den Protesten und okay. Wie repressiv. Genau. Okay. Ja, die Repression ist ein Bestandteil der Politik des iranischen Regimes. Also es ist einfach immer da, muss man sich schon vorstellen. Aber man kann es auch detaillierter erklären, wie es sich anhand der letzten Massenprotesten im Iran quasi aufgezeigt hat und wie es auch sich quasi ändert oder verändert. Also man muss sich mal vorstellen, die Regierung in Teheran hat am Freitag, den 15. November 2011, über die Nacht die Benzinpreise verdreifacht. Und diese drastische Entscheidung würde zum Auslöser der größten Protesten gegen das gesamte politische System im Iran. Ich muss auch darauf Bezug nehmen, weil auch in Bezug auf Irak und Libanon gesagt wurde, dass Kollan, die Parole alle heißt alle, weil im Iran ist es Hardliner, Reformisten, eure Zeit ist vorbei, und diese Parole wird seit 2 Jahren bei Protesten, Aufständen immer wieder gerufen. Und egal, worum es geht, wenn die Proteste sich ein bisschen quasi ein bisschen mehr Proteste gibt, dann gibt es auch immer wieder diese Parole mit der Diktatur. Also deshalb kam es auch sofort, als die Massenproteste anfingen. Also es hat sich erstmal gegen die Verdreifachung der Benzinpreise adressiert, aber sehr schnell wurde aus den ökonomischen Parolen halt die Parole nieder mit der Diktatur und Hardliner und Reformisten, eure Zeit ist vorbei und so weiter und so fort. Und darüber hinaus, am Samstagabend beschloss der Staat quasi eine komplette Internetsperre für das gesamte Land zu verhängen, ohne auch das zu verkünden, ohne Bescheid zu sagen. Das heißt, die Proteste haben eine sehr, sehr große Massen aufgenommen, und gleichzeitig hat der Staat
das Internet komplett abgeschaltet, so dass wir, die vom Außen über diese Proteste berichtet haben, kaum überhaupt die Möglichkeit hatten, darüber zu berichten, aber selbst davon zu erfahren, wie zum Beispiel unsere Freunde oder sogar unsere Familienangehörige geht. So, nach einer Woche war das Internet langsam wieder da und es haben sich auch langsam Sachen herausgestellt. Also man hat langsam davon mitbekommen, dass zum Beispiel Hunderte von Städten sich mitbeteiligt haben an diesen Protesten, dass es die größten Massen angenommen hat seit der Gründung der Islamischen Republik, dass die Städte, die am Rande der Armut und so weiter und so fort leben, dass sie noch radikaler protestiert haben und dass wir auf jeden Fall eine Radikalisierung der Protesten im Iran betrachten könnten. Und wir können auch sehen, dass die Proteste trotz diese Maßnahmen der Internetsperre und so weiter und so fort und trotzdem, dass wir davon fast gar nicht, und das heißt, wenn ich sage wir, heißt es die iranische Fernsehsender, ganze Journalisten, die halt auch aufgrund der repressiven Maßnahmen im Iran alle von außen berichten müssen, weil es gibt im Iran halt keine Pressefreiheit. Und da spielen halt zwei Instrumente halt eine große Rolle dabei, dass die Nachrichten überhaupt an die Bevölkerung ankommen. Das heißt einmal die sozialen Netzwerken und das zweite ist es halt die ganze große Medienlandschaft, die iranische Medienlandschaft, die sich halt außerhalb des Iranes befindet. Und da wurde diese Verbindung quasi komplett gebrochen. Also die Verbindung zwischen den Iranern selber im Land. Also man konnte nur anrufen und man weiß auch, dass die Anrufe abgehört werden können und so weiter und so fort. Und man könnte auch kaum durch die sozialen Netzwerken irgendeine Nachricht oder irgendeine Kundgebung, zum Beispiel Nachricht über eine Kundgebung weiterleiten. Man muss sich auch vorstellen, Leute vernetzen sich auch sehr massiv durch die sozialen Netzwerke. Das wurde komplett gebrochen. Und dann heißt es auch einmal, dass wir vom Außen kaum davon mitbekommen haben, also konnte auch kaum so mit richtigen Informationen darüber berichten, was im Iran gerade los ist. Wir wussten nur, dass wir könnten davon ausgehen, dass die Repressionen sehr massiv gerade stattfinden. Nachdem Internetsperre wieder abgehoben wurde, kam es langsam und langsam raus, dass zum Beispiel der iranische Staat in einer Stadt wie Mashhad zum Beispiel Leute einfach massiv erschossen hat, dass Kinder, mehr als 17 Kinder diesmal bei diesen Protesten ermordet wurden und so weiter und so fort. Aber damit hört ja die Repression des Staates nicht auf. Ich habe vorhin gesagt, dass die Repression ein Teil der iranischen Politik ist. Das heißt, das iranische Regime hat ja mit Repression als Mittel der Politik überhaupt angefangen bei der Gründungsphase. Also wir hatten Tausenden von Ermordeten im 80er Jahre nach der Gründung der Islamischen Republik. Und wir hatten immer wieder, wenn politische Aktivistinnen sich geäußert haben, wenn Journalistinnen halt die Grenzen überschritten haben und so weiter und so fort, hatten wir immer mit massenhaften Verhaftungen zu tun und so weiter und so fort. Und auch diesmal war das dabei. Und man muss es aber trotzdem auch dazu sagen, dass es so ein bisschen danach aussieht, dass der iranische Regime aus dieser Sache nicht mehr rauskommt. Weil auch mittlerweile wir mit einer Situation zu tun haben, wo wenn Leute quasi verhaftet werden, einfach vom Gefängnis aus, wenn sie einen kleinen Kanal finden, darüber berichten, was gerade in Gefängnissen los ist. Wenn sie rauskommen, sofort mit Medien in Kontakt kommen oder einfach ihre
ihre Geschichten von Verhaftung und was sie erlebt haben, alles in Gefängnissen, halt auch in sozialen Netzwerken und so weiter und so fort veröffentlichen und auch dafür stehen und dass das halt verbreitet wird. Wir haben auch mit einer Situation zu tun, wo mittlerweile die Familienangehörige der Ermordeten, zum Beispiel bei November, bei den Protesten im November, oder aber auch die Familienangehörigen von den Ermordeten, von diesem Flugzeugabschuss, wo auch also die iranische Revolutionsgarden das endlich mal zugeben mussten, dass sie das selber angegriffen haben und dass das halt kein Zufall war, dass die Familienangehörige diese Leute halt auch, diese ermordete Netzwerke aufbauen, Interviews geben mit iranischen Sendern halt außerhalb des Iranes und auch selber Initiativen ergreifen. Also das heißt, wir haben auch da mit einer so neuen Situation zu tun, dass die Repression als Mittel der Politik in Iran nicht mehr ausreicht, um die Bevölkerung komplett stumm zu schalten. Danke. Okay. Ja, danke dir, Mina. Ja, während es im Iran scheint, als ob es ganz klar ist, das iranische Regime ist hier verantwortlich für diese Repression und den Tod von Demonstrantinnen. Ist es im Irak anders, Ansa? Im Irak scheint es nicht immer klar zu sein, wer verantwortlich ist für die Repression der Proteste. Aber es ist auch im Irak sehr stark. Es sind mehr als 500 Tote zu beklagen. Wie funktioniert der irakische Machtapparat und was glaubst du, wäre es für die Gewalt an den Protestierenden verantwortlich zu machen? Ich glaube, wenn man die Komplexität des Machtgelages im Irak erklären will, dann kann man das ganz gut über eine Anekdote, die sich Iraker seit November 2019 erzählen oder auch als Witz benutzen. Und zwar hat der damalige Ministerpräsident, den man verantwortlich gemacht hat für die bis dahin gefallenen Protestanten. Wie gesagt, die Proteste haben im Oktober angefangen und im November gab es bereits die ersten Toten. Und er hat sich in einer Rede verantworten müssen, wer für diese Toten verantwortlich zu machen sei. Und es war sehr interessant, denn er sprach von einer dritten Partei und wollte damit ausdrücken, dass es weder der Staat ist, es sind auch nicht die Anti-Riot-Truppen des Staates, es sind auch nicht die Protestierenden selbst, sondern es gibt eine dritte Partei. Und das macht eigentlich ziemlich deutlich, dass es im Irak eine Machtstruktur gibt, die nicht automatisch ein Staat im Staat ist, sondern dass es parallele Strukturen gibt, die auf der einen Seite in den Staat eingebunden sind und auf der anderen Seite außerhalb dessen stehen. Und wenn wir uns das auf der Ebene der bewaffneten Kräfte anschauen, dann sind hier die Hashd-e-Shaabi, die so zu erwähnen, das sind jene Kräfte, die sich 2014 entwickelt haben, zunächst als paramilitärische Milizen, als Reaktion darauf, dass der IS den Irak überfallen hat und es ganz real die Gefahr gab, dass die Communities in Bagdad im Südirak angegriffen werden. Und sie haben sich also als Anti-IS-Milizen gebildet und dann in diesem Sammelsurium des Hashd-e-Shaabi zusammengetan. Mit der Beendigung des Kampfes gegen den IS stellte sich dann aber die Frage, wie diese paramilitärischen Strukturen in die Stadt einzubinden seien. Und sie sind Teil der irakischen Security Forces gegeben. Es gibt immer wieder unterschiedliche Gesetze, wozu sie genau gehören sollen. Und das heißt, auf der einen Seite sind sie legal Teil des Staates. Sie beziehen auch Finanzen aus dem Staat heraus.
Sie sind aber nicht, auch wenn Sie einem Ministerium untergeordnet sind, sind Sie als hierarchische Struktur diesem Ministerium nicht Verantwortung schuldig, sondern Sie haben Ihre eigenen Generäle, die wiederum außerhalb des Staates stehen, die die Befehle geben. Gleichzeitig haben Sie Ihre eigene Justizstruktur, Sie haben Ihre eigenen Gefängnisse, in denen derzeit auch eigene informelle Ökonomie. Und somit kann man eben sagen, dass sie einen parallelen Staat bilden. Wenn man weiterhin verstehen möchte, wie das Machtsystem im Irak aufgebaut ist, dann sind zwei Aspekte wichtig zu verstehen. Zum einen, dass der Aufbau des Staates entsprechend einer konfessionellen Machtteilung der sogenannten Muhafaza Ta'ifiyya im Irak stattfindet. Und zum anderen muss man verstehen, dass nach 2003 nicht nur diese konfessionelle Machtteilung eingeführt wurde, sondern auch die Implementierung eines neoliberalen Staates vorangebracht wurde durch die US-Administration. Und dieser zweite Teil wiederum ist die Grundlage der Bereicherung in weiten Teilen für den ersten Teil, also die konfessionelle Machtteilung. Und zu der konfessionellen Machtteilung ist wichtig zu verstehen, wie sie sich durch den Staat und die Gesellschaft strukturiert. Sie basiert auf einem klientelistischen System. Klientelistisches System heißt, dass jene, die Zugang zu den Ressourcen haben, also die Politiker der konfessionellen Parteien, dass die bestimmte Ressourcen bereit sind abzugeben im Gegenzug für Loyalität. Und daraus folgt also, dass es eigentlich irrelevant ist, ob man Sunni oder Schia ist oder sonst was. Es ist wichtig, dass man Anhänger einer konfessionellen Partei ist, die Zugang zu diesen Ressourcen des Staates hat. Und diese konfessionelle Machtteilung ist dementsprechend die Strategie des Staates, der die Machtressourcen auf diesen regierenden Parteien aufteilt, die wiederum durch eine Quote geregelt sind. Das heißt, wenn also die Schiiten 60% der politischen Repräsentation haben, dann erhalten sie auch 60% der Ministerien. Genauso ist es, das wiederum spiegelt sich dann in dem Budget. Das heißt, dass diese Ministerien nicht Budgets aufstellen, entsprechend der Bedürfnisse, die ein bestimmtes Ministerium hat, Gesundheitsministerium zum Beispiel, sondern wenn das Ministerium eine Partei leitet, die besonders viele Prozente bekommen hat in den Wahlen, dann wird sie auch ein größeres Budget haben. Wenn sie ein größeres Budget hat, dann hat sie mehr Ressourcen, um Anhänger an sich zu binden. Und über verschiedene, über Scheinbeschäftigung zum Beispiel und einen sehr aufgeblasenen Staatsapparat, aber auch über die Vergabe von Aufträgen, die dann nicht erfüllt werden. Also im Irak gibt es bis heute keine funktionierende Infrastruktur, Strom, Wasser und so weiter, obwohl der Staat ständig Aufträge an Firmen gegeben hat. Diese Firmen wiederum sind Firmen von Mitgliedern von den Parteien. Die Partei, die ein bestimmtes Ministerium kontrolliert, vergibt den Auftrag an die Firma. Dieses Geld wiederum fließt an die Parteien zurück. Dadurch finanzieren sie ihre Milizen und auch sehr viele andere Businesses. Bis zu 50% des gesamten Staatsbudgets ist somit gar nicht den Gewählten zugänglich. Und als abschließende Idee dazu ist also zu verstehen, dass wenn wir von uns jetzt die Protestierenden und ihre Forderungen anschauen, wenn sie also die Parteien ablehnen, dann und wenn sie den wenn sie Parteien ablehnen, dann ist das nicht eine apolitische Forderung, weil sie politikabstinent geworden sind, sondern dann ist es eine Forderung, die wirklich den Kern des Systems trifft, weil es eine ökonomische und eine politische Analyse vorausgeht, die verstanden hat, warum es im Irak eben keinen zivilen Staat geben kann, kein Staat, der in irgendeiner Weise ihn verantwortlich ist oder Dienstleistungen erfüllen kann. Okay, ja, vielen Dank dir, Ansa, für diese ausführliche Antwort.
Als genau letzte in dieser Fragerunde zum Libanon, Miriam, genau, kann man mich hören, ja. Miriam, im Vergleich zum Irak und Iran scheint die politische Elite im Libanon weniger repressiv im Umgang mit den Protestierenden. Ministerpräsident Hariri ist relativ früh zurückgetreten. Was bedeutet das? Heißt das, dass die Forderungen der Protestierenden aufgenommen worden sind? Oder was ist die Strategie der libanesischen politischen Klasse im Umgang mit den Protestierenden? Vielleicht warten wir noch eine Minute. Ansonsten. Okay. Okay, es scheint, als ob das Internet schlecht ist in Libanon. Vielleicht können wir noch eine halbe Minute kurz warten und schauen, ob es sich einrichten lässt. Dann können wir noch Miriams Beitrag hören. Okay. Vielleicht gehen wir erstmal weiter zu den anderen Fragen und kommt nochmal auf Miriam zurück, wenn das Internet besser wird, hoffentlich. Genau, Abhängigkeit von der Technik hier. Genau, vielleicht können wir uns schon mal der Frage der aktuellen Lage widmen. Genau, wenn wir nämlich gerade aktuell auf die Protestbewegung schauen, dann sind diese in allen drei Ländern ja sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen. Allerdings auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Genau, es wäre interessant, jetzt einmal zu schauen, wie es genau in den unterschiedlichen Ländern ist. Und deswegen würde ich euch drei Fragen stellen und bezieht euch gerne aufeinander, falls ihr Gemeinsamkeiten seht, die Corona-Pandemie hervorbringt. Und erstens wäre da die Frage zu stellen, welche besonderen Herausforderungen das Coronavirus in eurem jeweiligen Land aufwirft. Zweitens ist die Frage, die auch weltweit diskutiert wird, das sind ja potenziell repressive Maßnahmen des Staates. Aber neben diesen repressiven Maßnahmen des Staates entwickeln wir auch überall lokale gesellschaftliche Initiativen der Solidarität. Wie seht ihr diese Initiativen für euer jeweiliges Land? Und innerhalb der Protestbewegungen, inwieweit äußert sich diese Solidarität auch quasi transnational? Also gibt es Bezugnahmen der Protestbewegungen? Und zum Schluss noch die Frage, ob die gemeinsame Herausforderung, das Coronavirus zu bekämpfen, eine Chance bietet dafür, die Protestbewegung miteinander zu verbinden. Und konkret ist da die Frage, welche solidarischen Handlungsoptionen sind derzeit eigentlich möglich? Genau, und vielleicht gebe ich das wieder zuerst an Mina ab. Ich hoffe, deine Internetverbindung ist stabil. Genau. Ja, ich hoffe auch. Hört ihr mich? Ja. Okay, super.
Was auf jeden Fall die Corona-Krise im Iran wieder sichtbar gemacht hat, es war sichtbar, aber es wurde schon wieder anhand der Corona-Krise noch ein Thema und hat auch dafür gesorgt, dass es auch wieder Proteste gibt. Das ist die Intransparenz des iranischen Staates. Als der Virus im Iran angekommen ist, und zwar, warum ist es auch wichtig, weil der Iran hat die Reise zu China und umgekehrt quasi nicht ausgeschlossen, also nicht eingestellt, als Corona noch ein chinesisches Problem war. Und Corona war schon angekommen im Iran. Wir haben die ersten Berichte, also die WHO hat auf jeden Fall einen Monat, bevor das iranische Regime das zugegeben hat, die ersten Meldungen quasi angegeben und auch den Iran hat auch gewarnt, dass wenn das wieder mit, keine Ahnung, Leugnungen und so weiter und so fort wieder irgendwie nicht transparent gemacht wird, dass das halt auch eine Krise wird später, wurde natürlich erstmal nicht akzeptiert und erst nach einem Monat hat der iranische Staat zugegeben, dass das die Krise halt auch den Iran betrifft. Die offiziellen Zahlen im Iran sind halt sehr schrecklich und dazu muss man noch sagen, dass also viele Menschenrechtsorganisationen das immer wieder betonen, dass diese Zahlen, dass die Zahlen, also das Dunkelziffer viel höher sei, als man denken könnte. Also die Zahlen liegen jetzt bei mehr als 2.600 Tote und 38.000 Infizierte. So, was aber sehr interessant zu sehen ist, dass es natürlich, das kam dann zu einer Eindämmung der Massenproteste oder überhaupt irgendwelche Proteste, aber es gibt auch andere Formen der Protesten. Seit ein paar Tagen sieht man im Iran das Gefangene, weil es war von Anfang an die Rede davon, dass wenn dieses Virus in Gefängnissen ankommen, was ja auch eine große Sache ist im Iran. Also Gefängnisse sind überfüllt im Iran. Sehr oft analysieren die Beobachter, dass der Iran manchmal politische Gefangene einfach mal wieder es werden viel Geld quasi von denen verlangt und dann werden sie freigelassen. Viele Beobachter meinen, dass das halt gemacht wird, weil die Gefängnisse im Iran sehr überfüllt sind. Und jetzt ist es halt so, dass das in den letzten Tagen in unterschiedlichen Städten im Iran zu irgendwelchen Versuchen gekommen ist, aus den Gefängnissen zu fliehen. Auch wieder mal hat der iranische Staat das mit krasser Aggression beantwortet. Also Gefangenen wurden dabei ermordet, als sie versucht haben, aus dem Gefängnis rauszukommen. Und das hat einen Grund. Also Corona ist halt in den iranischen Gefängnissen angekommen und man kann halt tatsächlich da auch bald wieder eine Katastrophe erwarten. Das erwarten zumindest ein Großteil der iranischen Bevölkerung, aber auch die Gefangenen selbst, die Menschenrechtsorganisationen waren das immer wieder. Und es ist halt auch schwierig, da in dieser Zeit vom Außen irgendwie quasi Hilfe anzubieten, weil der iranische Staat auch sehr oft auch so eine Situation als Mittel für, keine Ahnung, irgendwelche Verhandlungen mit dem Westen benutzt und so weiter und so fort. Die Ärzte ohne Grenzen wurden auch vom Iran erstmal nicht reingelassen, obwohl sie ihre Bitte quasi angeboten haben. Also es ist sehr kompliziert, wie man halt auch quasi diese Hilfe an den Iran praktizieren kann. Was aber halt auch wichtig zu sagen ist, dass die harsche Sanktionen auch eher guten Beitrag dazu beitragen, dass der Iran quasi in so einer Situation ist. Ist trotzdem aber auch wichtig, schwierig darauf einzugehen, weil auch
die Korruption des Staates da halt eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, dass die Hilfe halt nicht ankommt. Also es ist wirklich ein Dilemma. Was aber auf jeden Fall gemacht werden kann, ist es halt, dass diese Verbindung zwischen diese Kämpfe innerhalb der Region, aber auch die Solidarität vom Außen, vom eher unabhängigen Initiativen und Gruppen von Europa und auch Nordamerika angeboten wird, weil halt die Initiativen, die im Iran ergriffen werden von Studenten, von Ärzten und so weiter und so weiter, die sind da, aber die kann man auch nicht immer krass sichtbar machen, weil halt die wegen der Repression halt, aber die zählen quasi auch auf jeden Kanal oder auch auf jede Hilfe, die dann auch da angeboten wird. Aber auch, was halt sehr oft ich von Menschen im Iran höre, ist es, dass die erwarten, dass wenn man über den Iran spricht, auch diese Probleme anspricht, in Medien und so weiter und so fort, und nicht die Narrative des iranischen Staates halt quasi so viel Glaubwürdigkeit schenkt. Also sehr oft ist da das Dilemma, dass die iranische Bevölkerung leidet unter die Dualität der eine Seite der Narrativen der USA und andere Seite des iranischen Regimes. Ist sehr kompliziert. Ich kann detaillierter darauf eingehen, wenn da Fragen da sind. Genau, ja, Fragen nehmen wir auch gleich nochmal auf, wenn wir nochmal mit Ansa und Miriam über die Situation Corona geredet haben. Miriam, lass uns das nochmal probieren kurz. Und vielleicht kannst du außer die Situation und die Herausforderungen, die Corona jetzt für den Libanon mit sich bringt, nochmal darauf eingehen, wie die Antwort der libanesischen Elite ist. Okay, wir warten mal ganz kurz noch 10 Sekunden. Ja, ich bitte um ein bisschen Geduld. Okay, dann machen wir vielleicht nochmal mit Ansa weiter und kommen dann nochmal auf dich zu sprechen, Miriam. Wir hören dich nämlich leider nicht. Okay, Ansa, du bist da? Ja. Okay, ja, ich bin da. Dann, genau, Ansa, vielleicht kannst du nochmal auf die Fragen zum Coronavirus im Irak eingehen. Genau, okay. Also, wir können eigentlich ganz gut sehen, dass durch das Coronavirus die Misslagen, über die wir vorher diskutiert haben, jetzt nochmal viel krasser und viel zugespitzter zum Ausdruck kommen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen sehen wir sehr deutlich gerade, wie die Zerstörung des Gesundheitssystems durch den Krieg der USA in den 1990er Jahren, der ganz gezielt auf irakische Infrastruktur abzielte, bis heute nicht wirklich aufgeholt werden konnte. Damals sind etliche Krankenhäuser zerstört worden, die gesamte Infrastruktur auf 2003 auf der einen Seite zum Aufbau von einem total korrupten System, was auch so gut wie gar nicht in diesen Gesundheitsbereich investiert hat. Und auf der anderen Seite kam es eben auch zu so einer Neoliberalisierung. Auf der einen Seite gibt es öffentliche Krankenhäuser, die sind auch kostenlos, die sind allerdings extrem schlecht ausgestattet. Dann kommt hinzu, dass nach 2003 Räume wie Krankenhäuser extrem militarisiert wurden, also sowohl die USA als auch die Aufständischen damals haben solche Räume genutzt, und das hat
dazu geführt, dass vor allem nach 2003 Hunderte von Ärzte abgewandert sind. Wenn man heute im Irak behandelt werden muss, geht man entweder zu privaten Ärzten, das heißt, man muss bezahlen, oder man geht zur Behandlung ins Ausland. Prominent ist hier der Libanon, aber auch der Iran, aber selbst Indien. Und das natürlich bei einem monatlichen Durchschnittseinkommen von vielleicht ungefähr $800, je nach Beruf. Sowas ist gar nicht möglich, ohne radikale Einschneidungen zu machen, alles neu strukturieren muss, um irgendwie möglich zu machen, dass diese Behandlung möglich ist. Und das führt natürlich dazu, dass IrakerInnen überhaupt kein Vertrauen in das Gesundheitssystem haben. Auf der einen Seite ist sowas wie Quarantäne, gab es auch schon mal bei Epidemien im Kontext von Saddam Hussein. Es wurde nicht als Gesundheitsproblem behandelt, sondern als Sicherheitsproblem. Und das heißt, Leute würden ihre Lieben nicht in Quarantäne freiwillig in staatliche Einrichtungen geben, weil sie nicht wissen, was dort passiert. Ein weiterer Ausdruck des Misstrauens ist, dass man überhaupt kein Vertrauen hat in Zahlen, die das Gesundheitsministerium veröffentlicht hat. Also laut Ende März gäbe es 630 Erkrankungen, 46 Tote, 152 Genesungen. Allerdings und darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, gerade weil der Irak mit dem Iran so verbunden ist, es zu Reisen kam, in der Zeit des Corona-Ausbruchs auch es eine Pilgerfahrt gab nach Bagdad, Freitagsgebete als wirklich Massenveranstaltungen stattfinden, ist sehr unwahrscheinlich, dass die Zahl dabei liegt. Und die Leute vertrauen, wie gesagt, dem System nicht. Dann gibt es kaum Möglichkeiten, Tests zu machen. Die gibt es in größeren Städten. Das heißt aber, wenn man jetzt die Vermutung auf Corona hat, müsste man woanders hinfahren, was natürlich kontraproduktiv ist. Dann sehen wir einen weiteren Aspekt, den Gender-Aspekt. Der wird mit Corona auch sehr deutlich. Also neben dem, was sowieso ein weltweites Phänomen ist, dass natürlich die Quarantäne auch heißt, dass Frauen häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, gibt es noch einen weiteren Punkt, den haben mir feministische Aktivistinnen aus Bagdad sehr nahegelegt, dass sie sagen, viele konservative Familien würden nicht wollen, dass die Frauen, die Mädchen in den Krankenhäusern im Falle von Krankheit in Quarantäne gesteckt werden, weil es wäre fernab der Familien. Das heißt, kranke Personen bleiben in den Familien. Und das heißt, sie sterben auch in diesem Kontext. Und das heißt, man hat auch bei Nichtgenesung, das heißt, man hat keine statistisch klaren Angaben diesbezüglich. Dann hat man auch gesehen, dass es innerhalb der religiösen Elite Auseinandersetzungen gab. Also auf der einen Seite hat die Merjaie, Ayatollah Sistani, hat von Anfang an zur Besonnenheit aufgerufen, dass keine Massenansammlung mehr stattfinden sollte. Muqtada Sadr wiederum meinte, nein, wir müssen weiterhin zu den Schreinen gehen. Dann hat er seine Meinung geändert, nachdem es eine sehr starke Kampagne gegen ihn gab, was vielleicht auch nochmal zeigt, dass die Bewegung tatsächlich inzwischen auch solche Einflüsse hat. Und nachdem er seine Meinung geändert hat, hat er mit sehr unprominenten Äußerungen von sich reden gemacht. Eine war, dass er behauptet hat, dass Homosexuelle für die Verbreitung vom Coronavirus verantwortlich seien. Also er meinte konkret, dass die Regierungen, die homosexuellen Ehe zulassen, verantwortlich dafür seien, dass das Virus sich ausgebreitet hat. Und sein neues Stellungnahme war,
dass wer sich jetzt nicht an die Quarantäne halte, der in Sadr City, das ist ein sehr populäres Stadtviertel von Bagdad, auch eins, wo Menschen sehr, sehr dicht aufeinander leben und wo es vermutet einige Unterstützer von Muqtada Sadr gab, aber er sagte, wenn ihr euch hier nicht daran haltet, dann seid ihr nicht mehr, dann gilt eure Stadt nicht mehr als eine Stadt, die mir, wo Anhänger von mir sind. Und das unterstrich er, indem ab vor einigen Tagen diese Quarantäne dann ziemlich radikal durch eben nicht Sicherheitskräfte durchgesetzt wurde, sondern durch lokale Milizen. Und natürlich ist es auch so, dass diese das Virus Auswirkungen auf die Proteste hat, vielleicht anders als an anderen Orten. In den Protestorten haben Diskussionen darüber stattgefunden, Analysen, wie sich dieses Virus verbreitet. Und man ist zu dem Schluss gekommen, dass man die Proteststädte oder die Besetzungen nicht auflösen möchte, weil man eben versteht, dass diese Probleme, warum das Virus gerade nicht bekämpft werden kann, ganz wesentlich eben mit dem Staat, wie er ist, zusammenhängt und deswegen das nicht unterbrechen werden kann. Aber man hat gesagt, okay, dann reduziert man die Anzahl der Leute in den Zelten. Oft haben Leute bis zu 15 Leute in so einem Zelt gelebt miteinander, Politik miteinander gemacht und jetzt hat man das reduziert auf 2 bis 3 Personen. Es gibt Schutzmasken, es wird sehr viel desinfiziert und man hat eine Kampagne gestartet, in der man sagt, wir kehren zurück auf den Platz, sobald wir als Gesellschaft das Virus überwunden haben. Die Reaktion der Regierung war, nachdem eben eine Ausgangssperre am, ich glaube, 17. März verhängt wurde und sie gehofft hatten, dass die Protestierenden zu einem anderen Entschluss kommen, nämlich dass sie einfach dem Folge leisten und die Plätze komplett verlassen. So war die Reaktion der, der Regierung, dass ein neuer Ministerpräsident, nachdem alle vorherigen Vorschläge von den Protestierenden immer abgelehnt wurden, wurde dann zeitgleich mit der Ausgangssperre, die aufgrund von Corona verhängt wurde, ein neuer Ministerpräsidentenkandidat ernannt. Adnan Surfi und auch der, dadurch, dass der Platz noch besetzt ist, auch der, so wissen wir, wird abgelehnt. Seine Bilder hängen überall auf dem Platz mit einem großen durchgestrichenen X. Aber man sieht, sobald die politische Klasse die Chance hat, versucht sie eben sofort wieder den Willen der Menschen zu übergehen. Ja, vielen Dank, Ansa. Jetzt würde ich gerne noch mal probieren, ob es klappt. Miriam, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Hört ihr mich? Okay, super, ja, wir hören dich. Genau. Ich würde das vielleicht ganz kurz einfach verbinden, die beiden Fragen, also auch doch noch mal ganz kurz auf die Reaktion der britischen Elite im Libanon eingehen, weil das, denke ich, dann auch ganz gut überführt zu der Frage von Corona und was jetzt quasi aus den Protesten geworden ist, auch in Zeiten von Corona. Also einmal vielleicht ganz kurz, die libanesisch-britische Elite hat den Massenprotesten begegnet mit einer Mischung aus Ignoranz, also dass man quasi am Anfang einfach versucht hat, diese Proteste zu ignorieren, dann auch zu leugnen, also eben, es findet überhaupt nicht statt, dann Drohungen, also dass man quasi gedroht hat, was da alles passieren soll, wenn die Proteste weitergehen. Dann so eine Art Scheinzugeständnisse, also dass man immer wieder Reformen versprochen hat oder eben auch, dass eben der Rücktritt der Regierung oder Rücktritt des Premierministers, wie bereits angekündigt, etc. Und auch ein Heraufbeschwören von Angstszenarien. Das war vor allem am Anfang natürlich, gerade dieses Ignorieren und Leugnen, nachdem dann eben der Druck auch immer höher wurde und dann die Demonstrierenden es auch geschafft haben, dass quasi das Leben im Libanon für mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, komplett zum Stillstand kam, hat die Regierung eben versucht, so quasi diese Scheinzugeständnisse zu machen. Und gerade diesen relativ frühen Rücktritt auch von Ministerpräsident Hariri,
den muss man, denke ich, in diesem, in dieser Taktik sehen. Also die Idee war so ein bisschen, dass quasi man versucht zurückzutreten und dann eben auch eigentlich quasi wieder eine neue Regierung bildet aus denselben alten Gesichtern der politischen Elite oder eben Gesichter, die dieser politischen Elite nahestehen. Und diese Taktik, die ging natürlich insofern ein Stück weit auf, dass wir im Moment jetzt auch wieder eine neue Regierung haben. Und diese Regierung eben immer so gelobt wird von der politischen Elite, als das ist jetzt also die geforderte Technokratenregierung. Das sind alles Leute, die Expertinnen sind und nicht aus diesen alten etablierten Parteien kommen. Die Protestierenden, ich denke, das ist ein bisschen ähnlich wie im Irak, lehnen diese Regierung auch ab. Und gerade dann im Zuge dieser Formierung dieser Regierung kam es dann wirklich auch zu einer Art gewaltvollen Eskalation, in der eben dann doch auch die Sicherheitskräfte sehr repressiv auch gegen die Protestierenden vorgegangen sind. Ich finde, dass man das jetzt wieder auch so ein bisschen vergisst, dadurch, dass wir jetzt eben dann auch mit Corona wieder vor einem komplett anderen Szenario stehen, aber eben gerade im Januar und auch Februar kam es zu extrem viel Gewalt auch, sehr, sehr viele Verletzte, sehr, sehr viele Verhaftungen. Also da war sozusagen auch der Versuch, dass man quasi das doch mehrere Monate so ausgehalten hat und versucht hat zu ignorieren, um dann eben doch mit sehr viel Gewalt zuzuschlagen. Eine weitere Strategie, ich denke, das ist auch ein bisschen ähnlich zum Irak, wenn auch in anderem Ausmaß. Wir haben es auch im Libanon immer wieder zu tun mit quasi Männerbanden, mit Schlagstöcken bewaffnet, die sich zu zum Beispiel Hisbollah oder Harakat Amal bekennen und die Protestierenden sehr brutal angriffen. Und was dann passiert ist, dass die Vertreter dieser Parteien offiziell quasi die Zugehörigkeit dieser Männer zu ihrer Partei leugnen. Und trotz allem ist eben eigentlich klar, dass das eine klare Botschaft ist, auch an die Protestierenden sozusagen, die Möglichkeit, in irgendeiner Form Gewalt auszuüben, ist da. Also sei es durch Sicherheitskräfte oder sei es durch diese quasi mit dem Staat verbundenen Milizen von Parteien, die an ihrer Macht festhalten wollen. Ja, jetzt mit Corona. Ich denke, da sind zwei Sachen, finde ich, wichtig im Libanon. Das eine ist die wirtschaftliche Lage. Ich meine, ich habe das am Anfang angesprochen. Und was jetzt natürlich, wir haben jetzt durch diesen Lockdown, haben wir es natürlich zu tun mit einem kompletten wirtschaftlichen Stillstand. Das ist natürlich auch ein globales Phänomen. Hier führt das aber natürlich dazu, dass alles, was schon die letzten Monate sich angebahnt hat, dass Geschäfte zumachen, Restaurants zumachen, dass Leute ihre Jobs verlieren, nicht mehr bezahlt werden oder nur noch halb oder Drittel bezahlt werden, das hat sich jetzt alles in den letzten 3 Wochen nochmal extrem gesteigert. Wir haben es auch nochmal mit erhöhten Preissteigerungen zu tun. Das liegt auch daran, dass behauptet wird, dass keine Dollar mehr ins Land fliegen können, weil der Flugverkehr ja nicht mehr stattfindet. Das kann meiner Ansicht nach eigentlich nicht sein, weil ja weiterhin Cargoflüge stattfinden. Das heißt, Dollar müsste auch ins Land kommen. Das ist aber das Argument, warum Dinge teurer werden, weil man sie importiert. Und auch das Argument, warum die Banken jetzt nicht nur schon seit mehr als 2 Wochen im Libanon zu haben und überhaupt keine Dollar mehr ausgeben an den Bankautomaten. Das heißt, wir haben es im Libanon mit einer wirklich verschärften wirtschaftlichen Lage zu tun. Also alles, was sich in den letzten Monaten angebahnt hat, ist jetzt quasi nochmal eskaliert. Und das führt eben tatsächlich wieder zu Protesten. Das heißt, wir haben, obwohl die Leute eben eigentlich zu Hause bleiben sollen, wir haben ab 7 Uhr abends eine Ausgangssperre, wir haben relativ strenge Kontrollen auch tagsüber. Und trotz allem gab es gestern in Tripoli relativ große Proteste und vor ein paar Tagen in den südlichen Vorstädten. Das heißt, die Leute werden, denke ich, auch in den nächsten Wochen, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall auch weiter auf die Straße gehen, weil das auch so ein bisschen die Sache ist, naja gut, also Corona, aber wir müssen auch essen, wir müssen arbeiten. Der Staat reagiert quasi auf Corona mit Maßnahmen, dass die Leute sich nicht bewegen und nicht treffen, aber eben keine Maßnahmen, die die wirtschaftliche Misere in irgendeiner Form lindert. Und ich denke, das ist das Zweite, worauf ich noch ganz kurz eingehen will, dass natürlich durch Corona der Staat
auch, also der libanesische Staat, auch die Gelegenheit genutzt hat, restriktive Maßnahmen durchzusetzen. Und das, denke ich, kam sehr gelegen, vor allem eben im Hinblick auf die breite Protestbewegung. Das heißt sozusagen auch, dass diese die Protest, also die Leute zwar tatsächlich im Unterschied zum Irak nicht mehr auf diese quasi Protestplätze gegangen sind, dass aber weiterhin die Zelte dort waren, die jetzt vor ein paar Tagen auch zerstört wurden von den Sicherheitskräften. Und dass natürlich, dass quasi diese Ausgangssperre und dass das eine sehr gelungene oder sehr gelegene Maßnahme ist des Staates, dass man quasi auch jegliche Protestbewegungen einschränkt und limitiert. Von Seiten der Protestierenden wird immer wieder, naja, auch ähnlich wie im Irak, sobald dieser Virus, sobald wir diese Gefahr nicht mehr haben, geht man auch wieder auf die Straße. Es ist aber auch so ein bisschen die Frage, im Libanon ist das die Frage, ob das wirklich funktioniert. Die Leute sind auch extrem müde geworden, dadurch, dass in den letzten Monaten es wirklich zu gar keinen Zugeständnissen kam von Seiten der Regierung und dass so das Gefühl war, man ist die ganze Zeit auf der Straße und es passiert aber eigentlich nichts. Dennoch denke ich, also meiner Ansicht nach gibt es eben eine neue Dynamik, die eben, die sozusagen sich eben vor allem jetzt in dieser verschärften wirtschaftlichen Krise zeigt, wie ich bereits gesagt habe, es gibt schon wieder Leute, die auf die Straße gehen. Ich denke, dass da möglicherweise einfach eine neue Welle nochmal von Protesten kommt in den letzten Monaten. Noch eine Frage, die auch von Shulva noch gesagt wurde, das ging die Gemeinsamkeiten und Bezugnahmen der Protestierenden über die Ländergrenzen hinweg. Ich denke, vom Libanon her kann man das vor allem zum Irak ganz gut sehen. Zum Iran würde ich sagen weniger, weil da auch oft einfach sehr, sehr wenig Information dazu da ist, was im Iran tatsächlich passiert. Im Irak, denke ich, da ist schon auch eine gewisse Bezugnahme da, auch ein gewisses Gefühl von Solidarität, plus auch, dass man natürlich auch schon 2015 quasi auch zeitgleich demonstriert hat und jetzt wieder, dass es ganz, ganz ähnliche Themen sind, in teilweise auch ganz unterschiedlichem politischen Kontext, aber eben doch auch sehr, sehr viele ähnliche, gerade diese wirtschaftliche Problematik etc. Das ist, denke ich, in dem Sinne auf jeden Fall findet da auf jeden Fall quasi eine Bezugnahme statt. Ich weiß nicht, interessiert mich auch, was die anderen dazu noch zu sagen haben. Danke. Genau, ja, danke dir, Miriam. Vielleicht gehen wir nochmal für die Frage zu Mina und Ansar. Mina, du bist da? Ja. Genau. Also gibt es unter den iranischen Protestierenden in Bezug auf den Irak oder den Libanon, gibt es da Bezugnahmen aufeinander oder Solidarität? Auf jeden Fall Teile der irakischen Bevölkerung darüber, dass der Iran sich in die Gelegenheit des, also die Angelegenheit des irakischen Bevölkerung einmischt, dass der Iran da durch die Sepah, also die iranische Revolutionsgarden, sehr anwesend ist. Auch es gibt da auch einen sehr historischen Bewusstsein darüber, dass Hezbollah quasi der libanesische Hezbollah vom Khomeini sowohl ideologisch als auch praktisch mitgegründet wurde. Und darüber hinaus der unzufriedene Teil der iranischen Bevölkerung hat natürlich auch eine Sympathie für den Teil der irakischen oder libanesischen Bevölkerung, der sich halt auch gegen diese Elite, die halt mit dem Iran kooperiert, wendet. Also dieses Bewusstsein gibt es da schon. Allerdings, wie es sich dann halt bei den Protesten äußert, ist es manchmal auch, kann man auch sagen, so ein bisschen fatal, weil zum Beispiel auch der Iran quasi dadurch, dass diese religiös-nationale Spaltung, darauf der iranische Staat hat, auch basiert und so ein bisschen Kapital steckt, das tatsächlich auch da ist. Manchmal gibt es halt auch bei den Massenprotesten, kann man sagen, schon rassistische
Äußerungen und so weiter und so fort. Also die Spaltung, also je nachdem, welcher Teil von den Unzufriedenen, dann kann man das halt genauer sagen. In arabisch bewohnten Gebieten ist auf jeden Fall ein großes Bewusstsein darüber, dass zum Beispiel dieses schiitische Gottesstaat, das halt auch darauf basiert ist, diese Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten quasi zu vertiefen. Also auch innerhalb der progressiven Teile der iranischen Bevölkerung, die auch protestieren, gibt es halt da auch ganz, ganz klare Bezüge in Solidarität mit libanesische Protestierenden und irakische Protestierenden. Ich habe ja gesehen, auch bei der Fragestellung vom Publikum gab es ja auch Bezug auf Soleimani. Ja, auch da war halt auch eine große Frage von seitens der iranischen Opposition oder halt unzufriedene Protestierende, was überhaupt Soleimani da gemacht hat. Also warum er überhaupt da war und was sie zum Beispiel mit Hashd al-Shaabi, was ja auch erwähnt wurde, halt überhaupt zu tun haben oder warum sie dann zum Beispiel Hashd al-Shaabi unterstützen, wie sie auch Bashar Assad unterstützt haben und so weiter und so fort. Also solche Verbindungen sind ganz klar da. Mhm. Ja, danke dir, Mina. Ansar zum Irak. Was sind Bezugnahmen auf den Iran oder den Libanon? Und auch, gibt es nochmal innergesellschaftlich Solidaritätsinitiativen? Und ja, wie sind die innerhalb der Forderungen der Protestbewegungen auch eingebaut? Also ich glaube, dass es auf den Iran negative und positive Bezüge gibt. Zum einen ganz sicher von progressiven Kräften. Es gibt quasi transnationale Bezüge, insbesondere unter Linken. Und sowohl vor den Protesten als auch während der Proteste sind zum Beispiel im Iran immer wieder Graffiti aufgetaucht, die sowohl auf Farsi als auch auf Arabisch waren, wo zu Arbeiter-Solidarität aufgerufen, Arbeiterinnen-Solidarität aufgerufen wurde. Und das wurde unter IrakerInnen ziemlich stark geteilt. Das heißt, man hat wahrgenommen, dass auch wenn es nicht über die Slogans auf der Straße ist, aber wenn es möglich ist, dass man, dass es von dort Solidarität gibt, man hat wahrgenommen, dass man sich gegenseitig sieht. Und ich glaube auch, was Taktiken angeht, ich erinnere mich, dass auf dem Tahrirplatz eines Abends während einer ganz normal während der Platzbesetzung ein junger Mann herumkam, der allen Leuten Bändern um den Arm gemacht hat, vorgeblich als religiöse Bezugnahme, um den Toten, um den Märtyrern zu trauern. Und ein irakischer Aktivist, der mit uns unterwegs war, hat einfach massiv abgelehnt, dieses Band umzumachen. Und nachdem die Person gegangen war, wies er darauf hin, dass er weiß, dass aus den iranischen Protesten dort Menschen markiert wurden, mit zum Beispiel Bändern, mit Farbe auf dem Rücken, mit irgendwelchen Bezügen, die angeblich zur Einheit im Protest darauf hinweisen sollten, aber dazu geführt haben, dass im Nachhinein die Sicherheitskräfte genau nachvollziehen konnten, wer auf dem Protest gewesen war und wer nicht. Solche Anekdoten, glaube ich, zeigen schon, dass es einen Austausch gibt. Gerade über Taktiken, was sicherlich wichtig ist, weil unter anderem zum Beispiel General Soleimani die irakische Regierung beriet, wie sie denn am besten ihre Anti-Aufstandsbekämpfung durchführen sollten. Und das war unter anderem, nachdem es schon 330 Tote gegeben hatte. Und zum Libanon sind die Bezüge ganz stark vorhanden, sowohl in den Slogans als auch in den als auch auf den Postern. Also die Slogans sagen immer wieder vom Irak nach Beirut: Die Revolution wird nicht sterben. Es gibt immer wieder Bezüge, wo gesagt wird,
Genau, auch von Bagdad nach Beirut. Wir werden weitermachen. Kein Sunni, kein Schia. Wir brauchen einen säkularen Staat. Das heißt, auch hier in so einem, das war auf einem Banner, wird ein klarer Bezug hergestellt, dass man versteht, dass systemisch sich die Systeme ähnlich sind. Ich glaube aber auch, dass damit klar ein Bezug hergestellt wird zu dem Slogan, alle heißt alle, und dass ich glaube, dass sehr klar ist, dass gerade bei diesen drei Ländern, die insbesondere die konterrevolutionären Kräfte, und Mina hat es gerade erwähnt, die Hashd al-Sha'bi, waren in Syrien aktiv und haben dort mit Bashar al-Assad zusammengekämpft. Sie unterdrücken in im Irak selbst die Protestierenden. Das heißt also, wenn wir wollen, dass die Bewegungen erfolgreich sind, dann sind sie das halt nur gemeinsam, dann sind sie das nur, wenn genau diese Systeme in all diesen Ländern fallen, und genauso natürlich auch genauso auch für Syrien, weil sie sonst immer wieder die konterrevolutionären Kräfte versuchen werden zu stärken. Und was die Solidarität quasi in Zeiten von Corona angeht, so gibt es natürlich ein Bewusstsein dafür, dass eine Quarantäne auch, oder wie es im Irak eben ist, eine Form von Ausgangssperre, eben auch mit gesellschaftlicher Klasse zu tun hat. Im Irak eben gerade aufgrund der Form der Ökonomie gibt es sehr viele Tagelöhner, und für die ist die Ausgangssperre gerade ein also tatsächlich nicht nur ein ökonomischer Einschnitt, sondern es ist die Frage zwischen Essen und Nicht-Essen. Und da haben viele der Aktivisten ganz massiv mobilisiert und verteilen Essenspakete insbesondere in ärmeren Vierteln. Aber auch da ist halt Vorsicht geboten. Ich weiß, dass in einigen Vierteln die Milizen versuchen, die Essensverteilung zu kontrollieren, dass dort die Aktivisten eben nicht rein können und die Pakete einfach verteilen, sondern dass jetzt die Milizen versuchen, die Situation auszunutzen, um eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen, dass in den schlechten Zeiten sie quasi für die Menschen da sind. Und genau, das ist etwas, was den Aktivisten bewusst ist und mit dem sie auch versuchen umzugehen. Diejenigen, die noch auf dem Tahrir-Platz sind, auf dem Tahrir-Platz haben die Leute eine Art von Vollversorgung aufbauen können. Und das heißt aber auch, dass jene, die jetzt teilweise in ihre Familien zurückgegangen sind, dass von denen eben sehr viele Arbeitslose sind, wieder in eine bestimmte sehr extreme Prekarität hineingeraten. Danke dir, Ansa, für diese sehr ausführliche Beschreibung. Ich würde mich jetzt nochmal den Fragen unserer Zuschauerinnen widmen. Und zwar eine Frage, die an euch alle geht, beziehungsweise, ja, genau. Also ich lese mal vor, das war die Frage: Wie würden die Referentinnen die Rolle des Kapitalismus und der voranschreitenden Neoliberalisierung der Länder sehen? Gerade im Libanon wird sich doch durch die Absetzung der alten Machteliten nichts an der desaströsen Situation des Bildungs- oder Gesundheitssystems ändern. Eine andere Regierung tendiert doch dazu, diesen Weg weiterzuführen. Gehen die Forderungen der Demonstrierenden darüber hinaus? Wer möchte antworten? Ich stelle euch das frei, also... Vielleicht Miriam kann anfangen, dann würde ich auch was dazu sagen. Ja, ich kann gerne dazu antworten. Ich denke, dass die Frage ist so ein bisschen, also ist ein bisschen zweigeteilt. Ich finde, das eine ist ein bisschen die Frage, was gibt es, also was ist quasi oder gibt es eine politische Alternative, also quasi, wenn diese Demonstrierenden, und ich denke, das ist auch natürlich eine Kritik, die immer wieder kommt, dass man quasi vor allem weiß, gegen was man ist, aber eigentlich keine politische Perspektive oder keine politische Handlung in irgendeiner Form, Handlungsmöglichkeiten
quasi im Blick hat. Und ich denke, das ist ein Stück weit auch eine berechtigte Kritik. Wir haben es im Libanon und nicht nur im Libanon natürlich mit einer Protestbewegung zu tun, die sich vor allem eben mit dem gegen etwas formiert und nicht so damit, also quasi noch auch weder die Zeit noch die Energie vielleicht im Moment hat, wirklich in irgendeiner Form tatsächlich auch an realpolitische Möglichkeiten nachzudenken. Das ist zum Teil auch ein bisschen eine bewusste Strategie. Also das ist, man hat es auch in den letzten Jahren auch immer wieder versucht, auch an Wahlen teilzunehmen und quasi über diese Art und Weise auch möglicherweise in diese politische Elite reinzukommen und sie von innen heraus zu verändern. Aber quasi ein bisschen der Tonus dieser Proteste der letzten Monate war, dass das eben auf jeden Fall nicht möglich ist und dass man jetzt vor allem auch erstmal auch einfach wirklich dagegen sein muss, bevor auch irgendwas Neues entstehen kann. Ich denke natürlich, dass jede Regierung, die im Libanon sei es, also wenn es auch quasi eine Regierung ist, die besteht aus Vertretern dieser Protestbewegung und möglicherweise, wie man sie sich vorstellt, dass trotzdem natürlich, wir haben es im Libanon mit einer profunden Wirtschaftskrise zu tun, die unter anderem einer der Gründe sind natürlich diese genannten kapitalistischen Politiken und die neoliberale Ausrichtung. Das heißt natürlich ist das extrem schwierig und auch extrem deprimierend, denke ich, wenn man so darüber nachdenkt, was kann quasi, also wenn man quasi im Realpolitischen darüber nachdenkt, was könnte irgendeine Regierung machen. Ich glaube aber auf der anderen Seite schon auch, dass natürlich, wenn man sich den Libanon anschaut, also das ist eben wirklich sind einige Kinder in den Brunnen gefallen. Das heißt, wir haben da wirklich natürlich einige weiterführende Probleme auch. Und ich meine Korruption, Klientelismus etc., eine politische Elite, die also wirklich auch einfach schon seit Jahrzehnten an der Macht ist und immer wieder, auch teilweise mit verschiedenen Gesichtern, aber trotzdem sich immer wieder quasi selber reproduziert und dass da, denke ich, doch auch einfach irgendeine Form von frischen Wind natürlich auch Dinge verändern könnte. Dieses marode Gesundheits- und Erziehungssystem, ich denke, gerade solche, gerade in diesen Punkten, Da könnte schon auch was geändert werden. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auch, wo ich denke, da ist auch Hoffnung. Und auf der einen Seite würde ich sagen, ja, ich kann schwer antworten, wofür stehen diese Proteste oder diese Protestierenden, was fordern die genau politisch? Und auf der anderen Seite würde ich sagen, und das ist auch, denke ich, auch eine Ähnlichkeit zum Irak, wir haben ganz, ganz viele Diskussionen auch in den letzten Monaten gehabt bei den Protesten. Also ich denke, was auf jeden Fall da ist, ist eine sehr, sehr lebendige politische Diskussionskultur, die auch eben in öffentlichen Räumen stattgefunden hat, auf Plätzen etc. Und ich denke, das ist der erste Schritt, dass man eben auch wirklich politische Alternativen in irgendeiner Form formuliert. Ja, danke. Danke dir, Miriam. Vielleicht eine zweite Frage, die gestellt worden ist, geht um die Klimakrise. Und hier wird gefragt, ob es abseits von Corona bei den Protestierenden ein Bewusstsein für die Klimakrise gibt, die insbesondere für Beirut ja fatale Folgen haben dürfte. Ich glaube, wahrscheinlich nicht nur für Beirut, sondern überall. mag vielleicht Mina oder Ansar kurz darauf antworten und dann Miriam, falls wir noch Zeit haben. Ich kann auf jeden Fall was dazu sagen. Ja, die Klimakrise ist schon lange im Iran angekommen. Man sieht es halt auch in der Art von krassen Überschwemmungen und überhaupt diese Klimawandel wird halt die Länder, die halt im globalen Süden leben, glaube ich, auch anders quasi konfrontieren mit der Situation. Deswegen gibt es natürlich auch da eine Umwelt quasi Bewusstsein oder ein Klimabewusstsein innerhalb der iranischen Aktivisten und so weiter und so fort. Klimaaktivismus ist im Iran auch sehr ein sehr heikles Thema, weil sehr oft die Aktivistinnen, die halt im Iran über die Umwelt
berichten oder irgendwie aktiv sind, auch irgendwelche internationale Verbindungen haben oder selber schon mal im Ausland gelebt haben. Und sehr oft kommt halt auch vom iranischen Regime der Verwurf der Spionage, ist sofort im Raum, weil sie ja irgendwie entweder mit WHO oder mit irgendeiner große Organisation, die halt auch diese Themen allgemein in der Welt, weil es halt auch ein globales Thema ist, weil wenn sie irgendwas damit zu tun haben, dann kommt sofort der Vorwurf der Spionage. Wenn man Zahlen zum Beispiel veröffentlicht, wenn man Berichte auf andere Sprachen veröffentlicht und so weiter und so fort. Ist auch sehr interessant zu sehen, dass es in kurdischen Gebieten halt eine sehr, sehr großes Bewusstsein dafür da ist und dass sehr oft halt auch wieder sehr intersektional halt auch man davon berichtet, dass die ärmere Schichten, Frauen und so weiter und so fort, wie wie anders sie halt von dieser Klimakrise betroffen sind. Ich wollte aber auch einen Bezug nehmen auf die andere Frage, also die Kapitalismusfrage. Wir leben in einer global kapitalistischen Welt. Also wir können über keinen einzigen Land, glaube ich, sprechen, ohne dass wir überhaupt das Thema Kapitalismus im Hintergrund irgendwie oder sogar bei mir oder bei vielen anderen im Vordergrund halt auch als Thema darstellen. Was halt aber sehr wichtig ist zu beobachten, dass es halt trotzdem die neoliberale Politik oder die kapitalistische Politik hat in Ländern, wo es halt auch wir mit Korruption, Oligarchie, Diktaturen zu tun haben, auch anders ankommt. Also die Perversität der neoliberalen Politik im Iran ist es zumindest so, dass es noch nicht mal mit der individuellen Freiheit gekoppelt ist. Darüber hinaus, wir werden nicht nur im Iran, würde ich mal erstmal wagen zu sagen, ganz, ganz offen, wenn nicht nur mit irgendwelchen linken, ganz, ganz nur kommunistischen Kräften oder sozialistischen Kräften zu tun haben, die halt nur den Kommunismus oder Sozialismus verlangen. Es gibt viele Schichten, die sich halt auch unter Druck sehen und auch ihre Befreiung fordern. Darunter natürlich zum Beispiel die Frauensache im Iran ist nicht nur eine Klassenfrage, ist natürlich auch eine Klassenfrage, ist aber nicht nur eine Klassenfrage. Darüber hinaus nicht alle Frauenaktivistinnen sind unbedingt irgendwelche linke Aktivistinnen. Trotzdem sehe ich da, dass es da schon nach den sehr massiven Privatisierungen innerhalb der letzten Jahrzehnten sehr massiv auch bei der Bevölkerung angekommen ist, dass sie einen Weg raus aus der Misere brauchen, wo es halt auch die politische Komponenten mit sozialen Komponenten gekoppelt thematisiert werden. Deswegen sehen wir auch so bei Arbeiterinnenbewegungen im Iran zum Beispiel, dass die Lehrerinnen sowohl die politische Freiheit ihrer Gefangenen fordern, unabhängige Organisationen, also das Recht darauf fordern, aber auch kostenlose Bildung, ein kostenloses Bildungssystem. Also diese Forderungen sind da und ich glaube, darauf kann man ansetzen. Ja, vielen Dank dir, Mina. Ansar, vielleicht noch ganz kurz zur Frage von Klima und dem Bewusstsein bei Protestierenden. Also ich glaube, dass Klimaaktivismus nicht so prominent ist, aber was es durchaus gibt, ist Umweltaktivismus und das hängt natürlich sehr, sehr eng mit der Klimafrage zusammen, beziehungsweise Umweltfragen verstärken natürlich nochmal die Auswirkungen vom Klimawandel. Und ich denke, dass die Frage aber auch immer prominenter wird, weil wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Bewegung eine gewisse Verantwortung über Plätze übernommen hat, auf dem Tahrirplatz ist unter anderem auch ein großer Park, ist unter anderem auch eine, es liegt direkt an einem Fluss, das heißt, es gibt ein Gebiet, ein Park, ein Strand und so weiter, für wo was
umweltgerecht quasi hergerichtet wurde, was zum ersten Mal gesäubert wurde. Und ich glaube, dass diese Frage also von wie man seine Umgebung, seinen Raum wahrnimmt, ihn zum öffentlichen Raum macht, dass das ziemlich eng verbunden ist mit der Frage dann von Naturschutz und von Klimaaktivismus. Und die Frage von Naturschutz im Irak betrifft halt insbesondere die Sumpfgebiete des Irak, die Saddam Hussein als Anti-Aufstandstaktik in den 90er Jahren trockengelegt hat und damit die Aufständischen aus dem Südirak sich dort nicht verstecken konnten, aber auch um die Communities ganz klar zu bestrafen, weil sie ihr Livelihood aus diesen Gebieten gezogen haben und so weiter. Und heute gibt es halt sehr viele Aktivisten, die sich dafür eingesetzt haben. Dieser Aktivismus wurde vielleicht anders als im Irak, er wurde noch nicht so politisiert. Auf jeden Fall nicht vor den Protesten, aber was wir sehen konnten, ist eben, dass Umweltaktivisten auch Teil der Oktoberrevolution sind und auch im Rahmen dessen Gewalt ausgesetzt wurden. Einige Aktivisten, die wir aus diesem Umweltbereich kennen, wurden auch wurden entführt und Folter ausgesetzt. Und ich würde nur in einem Satz noch kurz Bezug nehmen auf die Frage davor. Weil ich glaube, dass wir im Irak was beobachten konnten, was ich unglaublich spannend finde. Und das ist tatsächlich nicht nur die Diskussion der ökonomischen Frage in den Protesten, sondern wirklich auch Versuche, einen Weg zu finden, etwas der Situation entgegenzusetzen. Also Neoliberalismus ist im Irak stark mit diesem klientelistischen System verbunden. Gleichzeitig ist der Irak aber auch ökonomisch unglaublich abhängig, gerade von Nahrungsmittelimporten, eben aus dem Iran, Türkei und so weiter. Und die Bewegung hat als Reaktion auf ein steigendes Bewusstsein dessen, wie abhängig sie davon sind, begonnen, eine kleine ökonomische Bewegung aufzubauen, indem eben versucht wird, ein Bewusstsein für lokale Produkte zu schaffen, insbesondere für die lokale Landwirtschaft, die ziemlich brutal nach der US-Invasion zerstört wurde, eben durch neoliberale Politiken. Und es wird mehr und mehr versucht, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, Leuten zu sagen, okay, versucht das, was hier ist, zu konsumieren. Und all die Fragen sind natürlich irgendwie dann wieder an Umweltfragen und an Klimafragen gekoppelt. Aber auf jeden Fall haben sie Eingang gefunden in den Diskurs. Danke dir, Ansar. Eine letzte Runde zur Frage der Solidarität nochmal. Und zwar sind unsere Zuschauerinnen ja jetzt ein deutsches Publikum und wir, also außer dir, Miriam, sind wir auch in Berlin, die meisten von uns jedenfalls. Und daher die Frage, wie kann denn die Solidarität von hier aussehen mit den Protestierenden? Und genau, ich würde euch bitten, euch kurz zu halten. Mina, möchtest du anfangen oder Miriam? Mina vielleicht? Ja. Ja, das ist immer eine schwierige Frage, weil wir fordern immer Solidarität, aber wenn man uns fragt, dann sind wir auch immer so ratlos. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland auf jeden Fall eine sehr starke internationale oder besser sogar internationalistische Bewegung, die dann auch in der Lage ist, quasi auch die Rolle des deutschen Staates, aber allgemein auch der westlichen Staaten in Ländern wie im Iran oder und so weiter und so fort halt wahrzunehmen und dementsprechend, wenn man ja politisch aktiv ist und sich gegen die Politik hier halt auch stellt, dann muss man halt auch die internationale Fragen stellen. Ich glaube, das fehlt in Deutschland allgemein. Also wir haben keine große linke Bewegung in Deutschland. Dann ist die Frage der Solidarität in diese im Moment halt auch so ein bisschen eher eine Frage von kleinen oder großen Organisationen, die halt auch bei solchen Gelegenheiten wie Corona oder Überschwemmungen und so weiter und so fort halt auch praktische Hilfe anbieten oder aber auch in Formen von Veröffentlichung der Informationen über die
tatsächliche Situation im Iran oder, keine Ahnung, solche Sachen halt. Ja, danke dir, Miriam. Ja, also ich glaube auch, ich finde die Frage auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, ein ganz wichtiger Teil von Solidarität ist auf jeden Fall, dass man Informationen und dass man quasi sich quasi bemüht zu verstehen, was passiert in diesen Ländern. Und ich denke, das ist auch eine der Dinge, die immer wieder gefordert werden, auch im Libanon. Also einfach, ja, dass das quasi auch einfach darauf geschaut wird, was da passiert. Ich denke, das andere ist schon auch ein bisschen, was vielleicht an das anknüpft, was auch Ansar gesagt hat, oder auch Mina vorher, dass quasi dieser ökonomische Rahmen, also dass wir natürlich, haben wir auch schon, wenn wir uns den Libanon oder den Iran oder Irak angucken, ganz unterschiedliche politische Kontexte auch und wirtschaftliche Kontexte, aber ich denke trotz allem, wir haben natürlich einfach doch auch globale Auswirkungen und globale Herausforderungen, die man, denke ich, vor allem auch an ökonomischen Fragen festhalten kann und an Klassenfragen etc. Und ich glaube, das ist was, denke ich, wo es sich lohnt, im Moment hinzuschauen, was passiert im Irak, wie jetzt Ansar meinte, aber im Libanon würde ich das auch sagen, was passiert da an Diskussionen, was gibt es da an Entwicklungen auch im Hinblick auf alternative Ökonomien, das ist im Libanon ganz ähnlich, die Diskussion auch jetzt gerade wieder. Und inwiefern kann man daran anknüpfen? Ich denke immer, Solidarität kommt auch dadurch, dass man zusammen diskutiert und zusammen möglicherweise Fragen bearbeitet. Das wäre so meine Idee. Ja, danke dir, Ansar. Also ich würde gerade dem letzten Punkt total zustimmen und denke, das ist eines der wichtigsten Aspekte. Wenn man auf den Irak guckt, sieht man bei der Frage von Solidarität so ein bisschen absurdes Bild. Also es gab viele in Deutschland sozialisierte Menschen und auch politisierte Menschen würden eigentlich immer sagen, dass die Proteste gegen den Krieg von 2003 für sie total prägend waren, für ihr politisches Verständnis und Selbstverständnis. Und nach 2003 scheint die Lage für viele viel zu komplex geworden zu sein. Und ich glaube, gewisse Feindbilder sind zu komplex geworden. Deswegen glaube ich, dass gerade wenn wir jetzt solidarisch verstehen wollen, was im Irak passiert und auch diese Komplexität von welche Kräfte welche Rolle haben, dass wir uns eben wirklich die Zeit erstmal nehmen sollten, das zu verstehen. Ich glaube, gerade wenn man in Berlin ist, ich habe unglaublich fantastische Formen von solidarischer Organisierung aus den iranischen und irakischen, als auch syrischen, ägyptischen und so weiter, libanesischen Communities hier gesehen. Und ich glaube, dass man eben auch hier vor Ort von genau diesen Leuten lernen kann. Dann kann man eben darüber lernen, um an Miriams letzten Punkt anzuknüpfen, auf diese ganz praktischen Aspekte. Was heißt es denn genau, wenn die Iraker eine lokalisierte Ökonomie verlangen? Vielleicht können wir dann versuchen zu lernen, wie unsere Länder, welche ökonomische eine Rolle sie spielen, in unserem Fall zum Beispiel die EU. Und dann kann man auch noch weiter denken, wie man dann gemeinsam daran arbeiten kann. Ja, danke dir, Ansar, und danke euch allen. In Angesicht der Zeit jetzt, es ist 21 Uhr, würde ich die Diskussion erstmal schließen. Und euch allen für die Diskussion danken, den Zuschauern für die Geduld danken und an Anita nochmal abgeben. Ja, ich wollte auch nur mich nochmal ganz herzlich bei allen Referentinnen bedanken. Für uns war das ja auch das erste Mal, dass wir dieses Format ausprobiert haben und ich finde, das hat super geklappt. Das Vorhaben, was ich am Anfang skizziert habe, drei so komplexe Regionen, Länder mit so unterschiedlichen Hintergründen dann doch zusammen zu diskutieren, Gemeinsamkeiten zu suchen, Unterschiede zu erkennen und auch so ein bisschen die aktuelle Situation einzubeziehen. Also ganz herzlichen Dank nochmal nach Beirut, nach Berlin. Ganz herzlichen Dank auch an
die Teilnehmerinnen, die über den Chat so aktiv mitgewirkt haben. Freut uns total, dass ihr das Format so angenommen habt. Und ja, wenn die Corona-Pandemie vorbei sein sollte, hoffe ich doch, dass wir uns alle demnächst dann doch wieder in echt und live sehen werden. Genau, das Video werden wir, wie schon angekündigt, in den nächsten Tagen online stellen. Auf den Medico-YouTube-Kanal und die Homepage schicken wir dann auch gerne nochmal rum. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend.